Oh, künstliche Straußenfedern, sehr geschmackvoll. Schöner Schnitt und schöne Länge. Sind die für die Schule bleib? Wenn ja, dann sind das ganz schön viele Hausaufgaben. Nein, ich habe sie nur zum Spaß gemacht. Aber dann habe ich beschlossen, sie dem Komitee zu zeigen, das den Umzug organisiert. Oh, Umzug? Was für ein Umzug? Komitee? Was für ein Komitee? Wovon reden wir eigentlich? Die Leute, die die Entwürfe aussuchen für den großen, gefiederten Umzug in der Stadt. Und wer weiß, vielleicht treffe ich sogar Ramon, den berühmten Designer des großen, gefiederten Umzugs. Ich habe noch nie was von diesem Umzug gehört, aber ich denke mal, er ist groß und gefiedert und ein Umzug. Ich habe auch noch nie davon gehört. Ich auch nicht. Wovon reden wir eigentlich? Der Umzug gehört zu den größten Festen der Stadt. Hier seht euch mal die vielen 100 Fotos von früheren Umzügen auf der Internetseite an. Ist das toll? Oh, das und die vielen Federn, seht euch das an. Da möchte ich auch mal hin. Wunderschön. Wow. Ich würde denen gern meine Entwürfe zeigen. Am liebsten machst, das war im Nu. Plötzlich findest du einen Ort, wo du glücklich bist. Sei einfach du. Du und ich im kleinen Tierwagen. Tierisch gute Freunde, du und ich. Du und ich im kleinen Tierwagen. Tierisch gute Freunde, du und Entschuldigung, ich bin Blythe Baxter. Ich habe ein paar Entwürfe für den Umzug dieses Jahr gemacht. Wollen Sie sie mal sehen? Sie müssen erst mal das... Antragsformular ausfüllen, habe ich aus dem Internet. Bitte sehr. Verstehe. Ja. Tut mir leid, aber du bist zu jung. Ich wusste nichts von einem Mindestalter. Doch, es steht auf dem Antragsformular. Wo? Da unten, das ganz, ganz Kleingedruckte. Man muss älter sein, um Entwürfe für den Umzug abzugeben. Ganz eindeutig. Können Sie sich meine Entwürfe nicht mal ansehen? Vielleicht in ein paar Jahren. Danke sehr. Die hätten sich meine Entwürfe wenigstens mal ansehen können. Sie sind das! Ja, ich bin es, Ramon, Prinz des Federschmucks und Federkünstler, höchstpersönlich. Wow! Ich bin hier, um meine neuesten Entwürfe dem Komitee zu zeigen. Ich schleiche mich immer von hinten durch, um reinzukommen. Hier sind weniger Fans, die Autogramme wollen. Ich sehe gar keine. Oh, dann war ich schneller als Sie. Ich bin Blythe Baxter. Ich habe ein paar Kostüme gezeichnet, die wollte ich dem Komitee zeigen, aber... Was für ein hübscher Vogel. Das ist Daisy, ein sehr seltener Singvogel. Er ist mein Glücksbringer und ein künstlerischer Ideengeber. Du musst wissen, wenn ich Federn sehe, habe ich immer die besten Ideen. Und Daisy hier ist ein Vogel, was nicht zu übersehen ist. Du darfst nicht lachen, ich meine das ernst. Oh, ich würde nie lachen. Wenn Daisy nicht wäre, könnte ich keine Entwürfe machen. Ich sehe ihn an und schon habe ich viele Ideen im Kopf. Dann verliere ich keine Zeit mehr und fange an zu zeichnen. Es geht mir leicht von der Hand und es klappt immer. Oh, mein Telefon. Welches Telefon? Ramon, nicht persönlich. Was? Natürlich mache ich gerne bei einer Umfrage mit, solange es um mich geht. Nicht? Ihr Pech. Ach, apropos Entwürfe, ich würde liebend gerne deine sehen. Oh, wirklich? Oh, wow! Was für eine Ehre! Ich habe mein Leben lang gezeichnet und ich entwerfe so gern Kleider. Ich muss zugeben, ich habe noch nie solche Kostüme wie diese gezeichnet, aber es hat riesen Spaß gemacht. Hm, ich muss sagen, die sind wirklich gut. Ja, du hast großes Talent, Mädchen. Das ist was ganz Besonderes. Und das Komitee hat sie nicht gesehen? Nein, als sie hörten, dass ich zu jung bin, wollten sie sie nicht sehen. Ha, so sind nun mal die Vorschriften. Aber du darfst nicht den Mut verlieren. Und versprich mir, du darfst niemals aufhören zu entwerfen, okay? Es gibt immer noch nächstes Jahr. Oder einfach 10 Jahre danach. Wann auch immer. Also, ich verlasse dich ja ungern, aber es ist mal wieder Zeit für meinen Auftritt. Auf Wiedersehen, hab mich sehr gefreut. Es gibt so viele Fotos von Federkostümen. Irre. Herrlich. Wow, was ist das? Der Geldgeber des diesjährigen Umzugs ist die Anwaltsfirma Leguan. Und warum interessiert uns das? Weil ihr Glücksbringer Bruce der Leguan obercool ist. Hier, passt auf.
Hi, hier ist Bruce, der Anwaltsleguan. Was sagt ihr, wenn ihr ganz großen Ärger habt? Los, lasst mal hören. Ich brauche einen Anwalt. Ich brauche einen Anwalt. Ich brauche einen Anwalt. Ihr braucht einen Anwalt? Na, den findet ihr natürlich in der Anwaltsfirma Leguan. Die können euch helfen. Ruft sie an. Ihr bekommt eine Beratung umsonst. Oh, jetzt brauche ich einen Anwalt. Bruce ist der beste Reptilienvertreter überhaupt. Wir Reptilien müssen immer füreinander da sein. Hört sich so an, als würdest du ihn ganz toll finden, diesen Bruce. Wenn ihr mich persönlich erleben wollt, kommt zum diesjährigen großen gefiederten Umzug. Ich führe den Umzug nämlich an. Kein Scherz. Seid rechtzeitig da, ich bin sehr beliebt. Puh, habt ihr das gehört, Leute? Ich würde wirklich alles dafür tun, um meinen Helden kennenzulernen, Bruce. Hallo, ihr Lieben. Oh, wie war es, Blythe? Haben dem Komitee deine Entwürfe gefallen? Keine Ahnung, sie haben sie nicht mal angesehen, weil ich zu jung bin. Das ist ja unerhört. Naja, das Gute war, ich habe Ramon getroffen, den Designer, von dem ich erzählt habe. Er hat sich meine Entwürfe angesehen und fand sie toll. Hä? Blythe, das sind nicht die Zeichnungen, die du uns vorhin gezeigt hast. Die Federn hier sind keine künstlichen Straußenfedern. Wie bitte, was? Das sind nicht meine. Die sehen aus wie Ramons. Und wenn ich seine Entwürfe habe, bedeutet das, er hat meine. Oh, jetzt ist es zu spät, sie zurückzubringen. Ich gehe morgen noch mal zu den Leuten vom Komitee. Du willst da noch mal hingehen? Nimm mich mit, ich will dich an, bitte. Bruce, der Leguan, führt dieses Jahr den Umzug an. Und du willst ihn unbedingt kennenlernen? Du kannst wohl meine Gedanken lesen. Kannst du Gedanken lesen? Nein, aber ich kann mir denken, dass ein Gecko einen Leguan kennenlernen möchte. Und ja, du kannst mitkommen. Toll, jetzt treffe ich endlich mal Bruce. Bruce, Bruce. Wo bist du, mein Reptilienbruder? Was sagtest du, zu wem du wolltest? Ich bin froh, dass Sie mich das fragen. Musik ab! Sein Name ist Bruce, er ist ein Leguaner, gerade eingeflogen aus Tijuana. Seine Füße sind bereit, es ist Rumba-Rhythmus-Zeit. In der ganzen Welt und auch am Nil tanzt er den Leguan-Rumba-Stil. Denn wenn sie den Rumba einmal auflegen, willst du ihn jeden Tag erleben. Leguan-Rumba-Ba, Leguan-Rumba-Ba, Leguan-Rumba, wie Bruce der Leguanana. Er hat die Schritte schon im Blut, Leguana-Sound tut einfach gut. Hey, du machst den Rumba-Schritt, so wie Bruce, mach einfach mit. Dreht sich fliegend durch die Lüfte, mit Leguan-Rumba schwingst die Hüfte. Mach es einfach so wie er, dann fällt es dir auch nicht mehr schwer. Leguan-Rumba-Ba, Leguan-Rumba-Ba, Leguan-Rumba, wie Bruce der Leguanana. Wahnsinn, hast du dir das ausgedacht? Ha, durch dich hatte ich die Idee. Da staune ich aber, ich tanze nämlich nicht. Ha, wie heißt du? Winnie, einfach wie Winnie. Na los, komm rauf auf meinen Wagen, Winnie. Wir Reptilien müssen füreinander da sein. Wow. Leguan Rumba Ba, Leguan Rumba Ba, Leguan Rumba, wie Bruce der Leguanana. Leguan Rumba Ba, Leguan Rumba Ba, Leguan Rumba, wie Bruce der Leguanana. Ich brauche einen Anwalt! Zoe, bleib so lange bei Winnie, während Minka und ich meine Mappe abholen. Los, komm, Zoe, wir suchen meinen Helden, Bruce! Oh. Guck mal, da ist Ramon und er trägt einen Entwurf von mir. Und er steht neben einem Umzugswagen mit meinen Entwürfen. Genau genommen hat er meine Entwürfe für alle Kostüme und Wagen benutzt für den diesjährigen Umzug. Na, wenigstens sieht es richtig schön gefiedert und hübsch aus. Ramon wollte dem Komitee gerade seine allerneuesten Entwürfe zeigen, nachdem er sich meine angesehen hat. Oh, aber statt seine neuen Entwürfe zu zeigen, hat er ihnen alle deine Entwürfe gezeigt. Nein, nein, nein. Mehr Federn da hinten. Wir wollen die Leute schließlich begeistern. Starrt mich nicht so an. Hallo, Ramon. Erinnern Sie sich an mich? Hm? Nein. Kennen wir uns? Ja, tun wir. Seit gestern. Sie kamen gerade rein und ich ging raus. Sie haben sich meine Entwürfe angesehen und versehentlich meine Mappe mitgenommen. Warte mal. Das sieht wirklich wie meine Mappe aus. Vielleicht bist du ja diejenige, die hier stiehlt. Sieh dir das an. Oh, ich wusste, der Wagen von Bruce wird schön und bunt sein.
Und ich bin nicht enttäuscht worden. Ja, wenn der Umzug pünktlich losgeht, schaffe ich das mit meinen Terminen. Sieh mal, da ist Bruce. Er ist ja riesig. Er sieht viel größer aus als im Fernsehen. Oh, ich kann's einfach nicht fassen. Ich treffe meinen Helden. Also erstmal muss er dich ja überhaupt sehen. Hallo. Na toll, jemand hat seine Tiere auf dem Wagen vergessen. Ich mach Schluss. Ich habe keine Zeit für Fans. Los, mach, dass ihr wegkommt. Was gibt's? Ich hab doch gesagt, ich schaffe es nicht. Ich fahre bei einem Umzug mit. Die wollten unbedingt, dass ich ihn anführe, also habe ich ja gesagt. Komm schon, Winnie. Sieht so aus, als hätte dein Held keine Zeit für uns. Lass uns gehen. Oh, er ist es wirklich. Wir müssen uns Entschuldigung, ich war gestern schon mal hier. Ah, ja. Die junge Dame, die zu jung ist, um ihre Entwürfe zu zeigen. Aber nicht zu jung, um sich die Entwürfe stehlen zu lassen. Und sie werden jetzt alle für den diesjährigen Umzug benutzt. Was hast du gesagt? Ich habe meine Entwürfe Ramon gezeigt, als ich gestern wegging. Und als ich heute zurückkam, um sie abzuholen, habe ich gesehen, dass sie für alle Umzugswagen und jedes Kostüm benutzt wurden. Junge Dame, der große Ramon würde sie niemals bestehlen. Wir schenken Ihnen eine Karte für die hintere Reihe und wünschen Ihnen viel Spaß bei dem großen, gefiederten Umzug. Nein, danke. Blythe Baxter setzt sich nicht in die hintere Reihe. Ich muss beweisen, dass Ramon die Entwürfe gestohlen hat. Autsch! Der Vogel ist ja so laut mit seinem... Das ist Desi. Ramons Vogel. Vielleicht kann er uns helfen. Minka, kletter mal hoch und sag ihm, er soll runterkommen. Ich liebe Klettern. Du bist ein Affe. Und du bist ein Vogel. Und die da unten ist Blythe. Sie ist ein Mensch. Sie ist was ganz Besonderes, weil sie uns Tiere versteht. Jedenfalls braucht sie unbedingt deine Hilfe. Na, jemand braucht meine Hilfe? Ja, Blythe. Das habe ich doch eben gesagt. Oder habe ich das nicht gesagt? Hallo? Blythe möchte wissen, ob du gesehen hast, wie Ramon ihre Kostümentwürfe für den Umzug gestohlen hat. Ah, sowas hier. Oh, ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Oder dieser Blythe. Und mein Ramon wäre bestimmt nicht glücklich, wenn ich ihn verpetzen würde. Aha. Dann gibt es also etwas zum Verpetzen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Du warst das. Du bist ganz schön gemein. Hey, was ist mit deinen Federn passiert? Ich mag es nicht, wenn man meine kahle Stelle sieht. Ich erzähle dir lieber nicht, wie es passiert ist. Das würde Ramon nicht gefallen. Oh, hört sich an, als hättest du Angst vor ihm. Es hört sich so an, weil es genau so ist. Ich bin sicher, Blythe kann dir da helfen. Dass ich wieder Federn bekomme? Nicht, dass ich wüsste, aber sie entwirft dauernd was für uns Tiere. Sie könnte dir sicher einen winzigen Federhut machen, damit man deine kahle Stelle nicht mehr sieht. Eins, zwei. Meine Knochen tun wieder so weh. Hey, ihr seid ja immer noch da. Haut ab, eure Herrchen rufen nach euch. Oh, er ist besorgt. Oh, meine Knochen sind zu alt, das ist das Problem. Hey! Ich hab tierisch Durst. Bringt mir die größte Wasserflasche, die ihr finden könnt. Dann dürft ihr auf dem Umzugswagen mit einem Stymel fahren. Hast du das gehört, Zoe? Er hat Durst. Ich muss ihm nur eine große Wasserflasche besorgen. Dann darf ich auf seinem Umzugswagen mitfahren. Damit wird ein großer Traum wahr werden. Hört sich ganz einfach an. Los, komm mit. Du bist ja immer noch hier, kleines Mädchen. Ich würde Ihnen nur gerne eine Frage stellen, Ramon. Wieso hat Ihr Vogel eigentlich Angst vor Ihnen? Wieso hat Ihr Vogel eigentlich Angst vor Ihnen? Du darfst überhaupt nicht hier sein. Ist dir das klar? Weißt du, was ich tun werde? Ich werde meinen Freund rufen, der hier die Halle bewacht, und er wird dich sofort rauswerfen. Das muss unbedingt fertig werden. Viel zu klein. Auch zu klein. Doch, 24 kleine Flaschen reichen nicht. Bruce hat gesagt, er will die größte Wasserflasche haben, die ich finden kann. Und ich werde sie auch finden! Desi, wie hast du deine Federn verloren? Einmal im Jahr verliere ich meine Federn und Ramon benutzt die ausgefallenen Federn immer für seine Entwürfe. Ich sag das nur ungern, aber ich find das irgendwie cool. Aber manchmal passiert es, dass Ramon so viel schimpft, dass meine Federn schon vorher ausfallen. Ich kann einfach nichts dafür. Okay, das ist natürlich nicht gut. Nein, ist es nicht. Ich helf dir, mein Freund. Und ich entwerfe etwas, damit man deine kahle Stelle nicht mehr sieht. Ein winzig kleines
Federhütchen, ja? Genau. Wenn du das tust, erzähle ich euch alles, was ihr über Ramon wissen wollt. Das verspreche ich euch. Hast du zufällig gesehen, wie er meine Entwürfe gestohlen hat? Ihm ist einfach nichts Neues eingefallen. Er hatte überhaupt keine Ideen für die Kostüme. Er war nicht besonders glücklich darüber. Und dann sah er deine Entwürfe. Sie gefielen ihm besser als seine eigenen. Also zeigte er sie dem Komitee und tat so, als wären es seine. Sehen Sie, da ist die Kleine. Sie darf überhaupt nicht hier sein. Bringen Sie sie raus! Nicht so schnell. Desi möchte etwas sagen. Mein Vogel möchte etwas sagen? Das ist ja interessant. Desi, erzähl den Leuten von Ramon. Ja, ich liebe Ramon! Was soll das? Wieso? Oh, aber Herr Hallenwächter, Sie verstehen das nicht. Ramon hat meine Entwürfe gestohlen. So etwas Albernes. Du hast meine wunderbare Mappe mit den tollen Entwürfen mit deiner verwechselt. Hier ist deine. Wirklich nichts Besonderes, muss ich sagen. Natürlich, Sie haben meine Zeichnungen rausgerissen. Was fällt dir ein? Ja! Umblättern! Umblättern! Desis Federn! Hey! Du solltest doch hier verschwinden! Ja, hier nichts. Hier auch nicht. Gar nichts! Winnie, es hat mir ja Spaß gemacht, die Wasserbehälter anzusehen, aber wir haben alles abgesucht. Ach, vielleicht sollten wir es einfach vergessen. Sehen Sie her, das ist mein Zeichenbuch, da steht mein Name drauf. Ja? Und die hier habe ich darin gefunden, nachdem Ramon es mir zurückgegeben hat. Desis Federn, ich habe sie da jedenfalls nicht reingetan. Ja, das stimmt. Ja. Diese beiden Seiten sind zusammengeklebt. Wahrscheinlich ist zu viel Klebstoff an den Federn. Was machst du denn da? Hey! Weißt du denn nicht, dass sich mein selbstgemachtes geheimes Lösungsmittel in Wasser auflöst? Ihr selbstgemachtes geheimes Lösungsmittel, Ramon? Ja, das ist meine eigene Geheimmixtur. Du hast es geschafft, dass alle glauben, ich würde lügen. Wieso rede ich überhaupt mit dir? Ich will, dass sie sie rauswerfen, und zwar sofort. Tja, der Mann ist ein Schwindler. Wir sollten ihn rauswerfen. Ich denke, wir sind uns einig. Tut mir leid, Ramon. Wir haben entschieden, dass Sie derjenige sind, der gehen wird. Was? Es ist klar, dass Sie die Kostümentwürfe dieser jungen, talentierten Dame gestohlen haben. Und Sie haben sie für den ganzen Umzug benutzt. Ihr eigener Vogel hat das sogar gesagt. Ja! Ich brauche einen Anwalt! Ja! Und ich will ein neues Herrchen! Ja! Clive, du bist zwar jung, aber du kannst schon eine ganze Menge. Deshalb haben wir beschlossen, allen Leuten zu sagen, dass du den diesjährigen Umzug entworfen hast. Hey! Ich habe immer noch tierisch Durst! Wo ist die Flasche Wasser, die ich bestellt habe? Du brauchst nicht mehr zu warten, Bruce! Dein größter Fan hat eine riesige Wasserflasche für dich besorgt! Schon wieder dieser freche Gecko. Jetzt reicht's. Hey, Gecko, ich hatte dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Hast du gehört? Hau ab, du hast ja alles kaputt gemacht. Hey, lass das sein. Tut so, als hättet ihr den Mann hinter dem Vorhang nicht gesehen. Ah, so ein Mist. Was ist denn hier los? Das musste ja irgendwann passieren. Ich spiele Bruce, den Anwaltsleguan, und trage diesen blöden, unbequemen Anzug. Bruce ist gar kein echter Leguan. Oh, mein Held ist gar nicht echt. Auch wenn die Beratung weniger kostet, das ist es nicht wert. Ich habe keine Lust mehr dazu. Ich werde jetzt einen Supermarkt eröffnen als Zirkusclown. Wow, morgen geht einfach weg? Was sollen wir denn jetzt tun? Bruce sollte den Umzug anführen. Ich habe eine Idee.
Herren, bitte einen großen Applaus für Bruce, den Anwaltsleguan! Sieht so aus, als wäre ich mein eigener Held. Unser Winnie hat richtig Spaß. Und wie? Und Daisy hat gesagt, dass er den Federschmuck ganz toll findet, den du ihm gemacht hast. Und sein neues Herrchen liebt er auch. Hey! Die zwei passen ja gut zusammen mit ihrem Federschmuck. Oh, Zoe. Dann sind wir endlich im Park. Darf ich? Hab ein bisschen Geduld, Minka. Auf der Straße können wir nicht spielen. Das ist zu gefährlich. Oh, blöde Straße. Seht nur. Verrückte Zombies 2. Museum-Zombies. Oh nein, wir hatten schon Albträume beim ersten verrückten Zombie-Film. Wie soll das erst beim zweiten werden? Keine Sorge, ich passe auf, dass ihr ihn nicht zu sehen kriegt. Bist du verrückt? Wir sind schon super gespannt drauf. Stell dir vor, alles, was du am liebsten machst, wird wahr im Nu. Plötzlich findest du einen Ort, wo du glücklich bist. Sei einfach. Ball! Okay, Minka. Jetzt kannst du den Ball haben. Ja. Was mache ich jetzt damit? Wirf ihn und irgendjemand rennt hinterher. Oh, gute Idee. Hey, Sunil, los, lauf! Sunil, hast du dir wehgetan? Mir ist schon ein bisschen schwindelig wie beim Karussellfahren, aber ich bin nicht Karussell gefahren. Gut, dass das Schild da war. Wer weiß, wo ich sonst gelandet wäre. Park geschlossen, frischer Rasen gesät. Oh, ist ja wieder typisch. Aber wir haben uns schon die ganze Woche drauf gefreut. Dann müssen wir wohl wieder zurück in den kleinen Tierladen. Ich will hier bleiben. Hey, wir können ja da drüben spielen. Naja, es ist nicht so groß wie der Park. Was? Ich weiß nicht. Bitte. Oh, ihr schafft es immer, mich zu überreden. Okay, lasst uns gehen. Ja! Russell, schön aufpassen. Nein. Ha! Ich war schneller als du. Jetzt bin ich dran. Hast du gesehen? So läuft das hier nämlich. Oh, oh yeah, oh yeah. Ich bin Affe, ich bin Affe. Oh, yeah. Der Mongo steht frei. Na los, wirf den Ball rüber. Na mach schon. Oh nein, der Ball, der Ball. Oh, der Ball. Oh, Minka, warte auf mich. Komm zurück, ihr zwei. Wartet. Mitbringen von Tieren verboten. Oh, na toll. Weißt du, wenn Hunde die Welt regieren würden und ich ihr oberster Anführer wäre, kann ich dir eins versprechen. Solche Regeln würden nie... Zoe, jetzt sei doch mal still. Minka und Penny Ling sind schon da drin. Minka kann doch nichts anderes als den Ball denken. Wenn er also bis ganz nach unten gerollt ist... Dann ist sie direkt dahinter, zusammen mit Penny Ling. Ball! Wow! Das ist aber ein großes Haustier. Wenn Minka und Penny Ling im
Museum entdeckt werden, kriegen wir alle großen Ärger. Normalerweise befolge ich Regeln immer, aber in diesem Fall geht es nun mal nicht anders. Also gut, ich nehme euch heimlich mit ins Museum. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr ganz still seid, verstanden? Erinnerst du dich, was noch auf dem Plakat stand von Verrückte Zombies 2? Da, Museum Zombies. Entschuldigung, Fräulein. Was ist in den Taschen? Also, Fräulein, was ist in den Taschen? Taschen? Welche Taschen? Ich sehe keine Taschen. Der Rucksack auf deinem Rücken und die Tragetasche in deiner Hand. Die Taschen meine ich. Ach so, die Taschen, die ich gerade zufällig bei mir trage. Ja, die du gerade trägst. Ich wollte fragen, was da drin ist. Da ist nichts drin in meinen Taschen. Wirklich, ich habe nur etwas Schminke dabei und ein Körperspray. Nichts, was im Museum nicht erlaubt ist. Ich finde Regeln sehr wichtig. Ich befolge sie immer, ist doch klar. Ich würde niemals etwas tun, was man nicht darf. Ich meine, man kann doch nicht einfach Sachen machen, die verboten sind. Das geht doch nicht. Also, Sie wollten wissen, was in meinen Taschen ist? Warum fragen Sie? Ich wollte dir nur sagen, wenn du sie nicht die ganze Zeit tragen willst, kannst du sie abgeben. Oh, das will ich gar nicht. Meine Taschen abgeben. Ach, vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Aber es macht mir Spaß, sie rumzutragen. Ist ein super Fitnesstraining. Ich muss los. Wie war das wohl, vor so langer Zeit zu leben? Jedenfalls war er groß. Genau, er ist riesig. Der T-Rex war der größte und der T-Rexigste Dinosaurier von allen. Hier sein sollten. Wir müssen den Ball holen und wieder rausgehen. Okay. Aber möchtest du nicht auch wissen, wie es gewesen ist, in Dinosaurierzeiten zu leben? Mein Lieblingstier ist der Triceratops. Aber ich mag auch den Stegosaurus. Und dann ist da noch der Diplodocus. Vielleicht sollten wir lieber gehen. Ich glaube, das ist nicht unser Ball. Das ist ein Triceratops-Baby. Oh, das ist aber echt süß. Wir nennen es kleine Pennyling. Das ist gut, aber Minka 2 ist besser. Ich weiß, wie wär's mit Mingling? Hey, Mingling will fangen spielen und du bist rein. Jetzt habe ich dich gefangen. Hey, das ist ein Dino-Hund. Minka, Pennyling, wo seid ihr? Oh nein. Ich weiß, wir sollen leise sein, aber ich fühle mich hier so eingesperrt. Und Peppa ist irgendwie, wie soll ich sagen? Naja, sie stinkt sehr. Hey, ich kann nichts dafür. Ich hab Angst. Tut mir leid, Russell, aber da kann ich dir jetzt leider nicht helfen. Versteckt euch wieder im Rucksack. Sonst finden sie euch noch. Finden? Wer denn? Der große, kräftige Wächter, der da auf uns zukommt? Entschuldigung, Fräulein, aber ich habe gesehen, dass sich in dem Rucksack was bewegt hat. Welcher Rucksack? Jetzt geht das schon wieder von vorne los. Ich habe etwas gesehen und das war struppig. Oh, das? Das war nur mein kuscheliges Stofftier. Ich liebe kuschelige Stofftiere. Irgendetwas Struppiges und Stinkendes bewegt sich in dem Rucksack da. Und ich will, dass du ihn sofort aufmachst. Na los, gib ihn her. Hilfe, er will Blythes Rucksack aufmachen. Russell und Pepper sind in Gefahr. Ich werde ihnen helfen. Hey, was zum... Du meine Güte. Oh, das ist ja ein Ding. Jemand hat seinen Hund mit ins Museum gebracht.
Tiere mit ins Museum zu nehmen, ist eindeutig verboten. Ich meine, draußen vor der Tür ist ein großes Schild, wo das draufsteht. Ich weiß, ich habe das Schild ja selbst aufgestellt. Und wollen Sie den Hund denn nicht einfangen? Ach ja. Oh, das war ganz schön knapp. Moment mal, was rede ich da? Jetzt sind es nicht zwei Tiere, die frei herumlaufen, sondern drei. Kommst du mal her, du freches Hündchen? Na warte! So viele Knochen auf einmal, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich würde einen Monat brauchen, um die alle zu vergraben. Hierher, Hündchen, hierher! Oh, oh! Penny, Minka, wir haben euch beide schon überall gesucht. Oh, seht euch mal die Dinosaurier an und die vielen Bäume. Und da der Vulkan. Oh, ich finde es toll, was ihr euch alles so ausgedacht habt, ehrlich. Danke, wir finden es auch schön hier. Ja, da kriegt man ja viele Ideen. Ich würde jetzt am liebsten ein Lied singen. Dann lass mal hören. Rhythmus, mit dem man mit muss. Dino-Tier, sei ein Dino-Tier. Ja, wir schütteln uns im Dschungel. Sind die Besten wir. Der Minka, Dinka, süßer Ringer, der Plattonklosaurus, der allererste Affe im Wald der Dinos. Schmeißt die Baumpartie, trommelt die Kokosnuss, Bongo Beat. Steckte sich. Manche Dinos dachten, sie sei so niedlich. Doch als T-Rex sie ärgerte, brüllte sie ihm ins Gesicht. Dino-Tier, sei ein Dino-Tier. Ja, wir schütteln uns im Dschungel. Moment mal, hier habe ich doch vorhin schon gesucht. Bin ich etwa die ganze Zeit im Kreis gelaufen? Oh nein, da ist schon wieder dieser Wächter! Ah! Ach, frische Luft, frische Luft! Es gibt nichts Schöneres als frische Besenkammerluft. Wir haben drei Tiere im Museum verloren und müssen uns vor dem Museumswächter in der Besenkammer verstecken. Gibt es etwas Schlimmeres? Oh ja, es gibt noch Schlimmeres, glaub mir. Ganz schön viel Schlimmeres. Und was? Museum-Zombies! Es gibt doch überhaupt keine Museum-Zombies. Aber es gibt einen Museumswächter, der unbedingt in meine Taschen gucken will. Also bitte, wir müssen jetzt alle mal überlegen, wo die anderen sein könnten. Alles klar, zurück mit euch in die Taschen. Wir müssen wieder los. Oh, muss das sein? Ich glaube, meine Nase hält das nicht mehr aus. Hilfe! Achtung, liebe Museumsbesucher. Das Museum schließt in 10 Minuten. Was zum... Oh nein! 10 Minuten? Und jetzt sind sogar 4 Tiere weg. Das macht Spaß! Freunde, die Fantasiewelt ist echt so schön. Ich würde gern ein Lied darüber singen. Ach Quatsch, hab ich ja schon. Mann,
Das war wirklich toll. Ja, das war echt super. Auf zur nächsten Runde. Ich glaube, jetzt müssen wir aber zurück zu Blythe. Ich meine, wir sind schon ziemlich lange hier. Ja, du hast recht. Oh, aber warten wir noch die nächste Welle ab. Volle Fahrt. Wahnsinn, ein echtes T-Rex-Skelett. Und was für Zähne der hat. 60 Stück, jeder 22 Zentimeter lang. Und alle hatten vor dem großen Fleischfresser Angst. Ich könnte ihn den ganzen Tag lang angucken. Ah! Oh, stacheliger Stein. Hey, was macht ihr drei denn hier hinten? Oh, Peppa, das gibt's doch nicht. Ich kann nichts dafür. Ich habe immer noch Angst. Könntest du versuchen, etwas weniger Angst zu haben? Ja, versuch an etwas anderes zu denken. An schöne Dinge, wie zum Beispiel ein herrlicher Tag am Strand. Okay, ich versuch's. Tut mir leid, vor großen Wellen habe ich Angst. Ich halte den Gestank nicht mehr aus, Sunil. Da gibt es wohl nur einen Ausweg. Wir müssen weglaufen. Was ist mit den Zombies? Lieber Zombies als diesen schrecklichen Gestank. Du hast recht. Ihr seid sowas von gemein. Kommt sofort zurück. Seht euch das an, ein echter Brontosaurus. Du meinst Ed? Er ist lieb. Und ist das ein Triceratops? Es ist ein Triceratops-Baby. Sie heißt Minling. Ah. Oh, ein Velociraptor? Hallo, Mike. Mike? Pennyling, ich will hier ein paar große, unheimliche Dinos kennenlernen und du hast ihnen allen niedliche Namen gegeben. Achtung, liebe Museumsbesucher. Bitte gehen Sie zu den Ausgängen. Das Museum schließt in 5 Minuten. Eine Meldung aus Sicherheitsbereich Grün. Ich war gerade bei der Dino-Ausstellung. Ich hatte dort nämlich was Verdächtiges gesehen, aber es war dann bloß ein stacheliger Stein. Ich überprüfe nochmal den Bereich afrikanische Savanne. Dann komme ich zum Ausgang und schließe ab. Wachdienst Ende. Habt ihr das alle gehört? Hallo. Peppa, wo sind Sunil und Winnie? Die haben meinen Geruch nicht ausgehalten und sind einfach weggelaufen. Kannst du dir das vorstellen? Das tun Freunde nicht. Okay, Blythe. Ganz ruhig bleiben. Du hast noch 5 Minuten, um alle Tiere wiederzufinden. 5 Minuten. 6 Tiere. Das ist weniger als 1 Minute pro Tier. Oh! Ich wusste, wir hätten in der Tasche bleiben sollen. Überall sind Transierungszombies. Guck sie doch bloß mal an. Ja, guck sie dir an. Hey, die Löwen sind gar keine Zombies. Die sind ausgestopft. Ich zeig's dir. Siehst du? Na, wer hätte das gedacht? Sie sind nur ausgestopft. Oh, da bin ich aber froh. Ich hab echt geglaubt, dass die Zombies uns angreifen. So, Neil, weißt du denn nicht, dass Zombies erst lebendig werden, wenn die Lichter ausgehen? Und die Lichter sind ausgegangen. Ich glaube wirklich an Zombies. Ich glaube echt an Zombies. Das tue ich, das tue ich, das tue ich. Minka, Pennyling, das Museum macht in 5 Minuten zu. Ihr müsst eure Fantasiewelt verlassen. Wir wissen aber nicht wie. Wir sind hier wohl hängen geblieben. Also, wenn wir irgendwo hängen bleiben, dann würde das hier ganz oben auf meiner Wunschliste stehen. Russell, wir wissen, dass du sauer bist, aber deshalb musst du nicht so rumkreischen. Das war ich nicht. Wer dann? Steck mich wieder in die Tasche. Es ist mir völlig egal, ob Peppa da drin ist. Schon gut, schon gut. Jetzt müssen wir nur noch Sunil und Winnie finden, bevor das Museum zumacht. Sunil, Winnie, wo seid ihr? Achtung, liebe Museumsbesucher. Das Museum schließt in 3 Minuten. Bitte gehen Sie zum nächsten Ausgang. Oh nein, wenn die Lichter ausgehen... Dann kommen die Zombies raus.
zu meiner Mami. Nicht Mami, Zombie-Mumie! Danke für Ihren Besuch. Ich hoffe, Sie hatten einen interessanten Tag. Ach du meine Güte, der Wächter will jetzt zuschließen. So Neil und Winnie sind dann die ganze Nacht im Museum. Oh nein! Was willst du jetzt tun? Oh. Ich glaube, ich muss jetzt die Wahrheit sagen. Wir müssen raus aus dem Museum, bevor die Zombie-Mumie uns kriegt. Hey, da ist Dolph. Entschuldigen Sie, Herr Museumswächter. Ach, du bist es. Hast du alles gesehen? Hat's dir bei uns Spaß gemacht? Also, naja, Spaß gemacht würde ich nicht gerade sagen. Oh nein, die Zombie-Mumie holt sich jetzt Blei. Wir müssen sie aufhalten. Ich hab da nämlich ein kleines Problem. Oh, hallo Fred, gut gemacht. Wir sehen uns morgen, Kumpel. Er ist unser Glücksbringer. Er spielt seine Rolle wirklich perfekt. So, was war jetzt das Problem, junge Dame? Also, ich muss Ihnen etwas sagen. Lesen Sie da ein Comic-Heft? Fred! Oh. Das hat mir hier viel Spaß gemacht. Tut mir leid, wenn ich gegen Regeln verstoßen habe. Was für ein nettes Kind. Das war lustig. Ja, das Museum ist klasse. Soll das ein Witz sein? Ihr hattet die ganze Zeit furchtbare Angst. Wischen wir. Und es war so viel besser als diese Zombie-Filme. Blythe, können wir noch mal ins Museum? Vielleicht nächste Woche? Also das müssen wir erst mal sehen. Nach dem aufregenden Tag heute will ich erst mal nach Hause und mich ausruhen. Ausruhen hört sich gut an, finde ich. Vielleicht können wir ja zu Hause weiter Ball spielen. Aber ich dachte, wir hätten den Ball verloren. Nein, ich habe ihn gefunden. Das ist kein Ball. Das ist ein Dinosaurier-Ei. Minling? Wer ist dein Lieblingsvater? Mal sehen. Da gibt's den einen im Fernsehen mit dem großen Kopf, der immer lustige Witze macht. Hä? Wie bitte? Nicht so wichtig. Naja, jedenfalls wirst du staunen, wenn ich dir sage, wen ich heute getroffen habe. Das errätst du nie. Ehrlich? Wen? Ich habe heute auf meinem Rückflug aus der Schweiz nur ein einziges Haustier zurückgeflogen. Es war nämlich auf einer Schönheitsfarm. Und weißt du, wer dieses Haustier war? Eine haarlose ägyptische Katze. Und die gehört... Mona Herbst? Modechefredakteurin von der Zeitschrift Schöne Kleider? Ah! Ja, genau. Sie hat ihr kostbares Kätzchen am Flughafen abgeholt und da habe ich sie kennengelernt. Natürlich habe ich ihr von meiner Tochter erzählt, die ein berühmtes Modecamp besucht hat und mit einem Haustierrucksack zurückgekommen ist, der im Camp der Hit war. Oh nein, Papst, das hast du nicht. Oh doch. Und sie hat mir gesagt, sie will schon bald etwas über Rucksäcke und Handtaschen in ihrer Zeitschrift schreiben. Und ich habe ihr vorgeschlagen, dass ihr euch mal trefft. Dann kann sie sich deine Entwürfe ansehen. Stell dir vor, sie will dich heute Nachmittag sehen, mein Schatz. Ich weiß, du bist sprachlos, aber du kannst später Danke sagen. Vater des Jahres. Hey, Blythe, du siehst ja grüner aus als ich. Was ist los? Mein Problem ist, es geht um die berühmte Mona Herbst. Ein Kopfnicken von ihr reicht und man ist erfolgreich in der Modewelt. Das hört sich ja toll an. Aber sie kann auch ziemlich gemein sein. Sie schneidet Entwürfe von jungen Modeschöpfern in Stücke, wenn sie nicht gut sind. Oh, die scheint ja richtig böse zu sein. Blythe, Liebes, hab keine Angst. Du darfst nicht darauf hören, was andere über Mona sagen. Sie isst und schläft, wie jeder es von uns tut. Naja, wie fast jeder. Guten Tag. Herzlich willkommen im kleinen Tierladen. Suchen Sie eine Tagesstätte für Ihr liebes kleines Haustier? Ich nehme an, das war ein Ja. So, ihr Lieben, sagt guten Tag zu eurem neuen Freund. Das ist Billy Langschnauze. Hallo?
isst und schläft, wie jeder andere es tut. Es freut mich, dich kennenzulernen, Billy. Isst und schläft, so wie jeder andere es auch tut, nicht wahr, Zoe? Stell dir vor, alles, was du am liebsten machst, wird wahr im Nu. Plötzlich findest du einen Ort, wo du glücklich bist. Sei einfach du. Was war denn mit dem Rucksackentwurf, Blythe? Ich fand den super fantastisch. Ja, die sind alle toll. Der hier war, der da war, und der hier war, Mona Herbst wird sie alle nicht mögen. Zeig ihr deinen Haustierrucksack, der ist super. Ich werde ihr nichts zeigen, was ich im Camp gemacht habe. Schätzchen, deine Entwürfe sind super toll. Jeder einzelne ist etwas besonders. Na schön, der hier ist etwas, aber die Sache ist doch die. Du weißt nicht, was dieser Mona gefallen wird. Natürlich weiß ich das. Es ist ganz einfach. Sie mag Kleidung, die lang ist, aber kurz. Aufgebauscht, aber gerade. Seidig, aber rau. Einfach, stimmt. Ich habe nur eine Chance bei Mona Herbst. Und das muss klappen, sonst kann ich keine erfolgreiche Modeschöpferin sein. Ah, du machst noch ein paar Zeichnungen, wie ich sehe. Wie läuft's denn? Oh, echt klasse. Ja, das sehe ich an dem zerknüllten Papier. Wollen wir an die frische Luft? Oh, meinetwegen. Ich krieg hier ja sowieso nichts hin. Es macht mich gar nicht froh, wenn Blythe so traurig ist. Ich wünschte, wir könnten was tun. Ich wünschte, wir könnten etwas wegen diesem blöden Krokodil tun. Der wird hier alles kaputt machen, wenn wir ihn nicht aufhalten. Oh. Vielleicht sollten wir einfach nett zu ihm sein. Nochmal Hallo sagen, wenn er uns erstmal kennt und uns liebt. Oh, das wird nicht gut gehen, glaub mir. Hallo, ich heiße Penny Ling. Ich wollte dir nur mal sagen, dass wir uns sehr freuen, dich... Es ist ihm egal, ob wir nett sind. Ich versuch's mal. Die meisten mögen doch Witze. Er vielleicht auch. Hab ich recht? Hey, Billy, ich habe einen Witz für dich. Wie viele Krokodile braucht man, um einen Wassernapf zu füllen? Den kennt er anscheinend schon. Alles klar, ich red mal mit ihm. Von Echse zu Echse. Du, ey, ich wollte dir nur mal ein paar Dinge sagen, wie man kennen muss und so. Das kann nämlich nicht schaden, weißt du? Ich heiße übrigens Winnie. Ich kann es nicht ausstehen, wenn mich jemand voll quatscht. Das finde ich nervig. Hast du verstanden? Euer Krokodilschaf. Vielleicht sollten wir ihn einfach in Ruhe lassen. Aha, so redet man also mit einem Krokodil, ich verstehe. Machst du dir Sorgen wegen des Treffens? Ja, Sorgen mache ich mir schon irgendwie. Ich habe was über Mona Herbst gelesen. Ich weiß, was die Leute über sie sagen. Seit wann weißt du denn irgendwas über die Modewelt, Paps? Nun, seit meine Tochter sich für Mode interessiert. Also, ich werde dir einen Rat geben. Wenn du dich mit ihr triffst, stell sie dir einfach in einem Elchkostüm vor. Einem Elchkostüm? Niemand kann dir in einem Elchkostüm Angst einjagen. Glaub mir. Ein Elchkostüm. Tada! Ein Hotdog-Meisterwerk. Also abgemacht. Anstatt dass jeder einzeln mit ihm redet, gehen wir als Gruppe zu ihm. Ich finde, das ist eine tolle Idee, Russell. Gemeinsam sind wir stark. Okay, also. Auf geht's. Hallihallo, Lilly. Ich meine, Billy. Wir sind nur mal gekommen, um... Hört mal zu, Leute. Ich habe mir überlegt, dass in dem Tierladen hier genug Platz für uns alle ist. Ach, es ist so schön, das zu hören. Also das hier ist euer Platz. Der Rest von dem Laden, das ist mein Platz. Verstanden? Und wenn ich einen von euch in meinem Bereich antreffe, dann hole ich meine kleinen Freunde. Wir verstehen. Sie
isst und schläft wie jeder andere. Sie isst und schläft wie jeder andere. Ich wollte Kleider, die weniger auffallen. Fallen diese Kleider weniger auf? Manchmal glaube ich, ich bin nur von Trotteln umgeben. Du kannst jetzt zu Frau Herbst reingehen. Sie isst und schläft wie jeder andere. Sie isst und schläft wie jeder andere. Ich muss gar keine Angst vor ihr haben. Sie isst und schläft wie jeder andere. Hallo, Mensch. Du bist bestimmt Kairo. Ja. Ja, das bin ich. Du kannst also mit Tieren sprechen? Ja, das kann ich zufällig. Oh, das ist ja was Besonderes. Ich bin Blythe. Mein Vater hat dich nach Hause geflogen. Ich war auf einer Schönheitsfarm. Ich sollte mich entspannen. Habe ich aber nicht. Gibt es irgendetwas, das Mona nicht leiden kann? Ach, weißt du, nicht zweimal hintereinander blinzeln, niemals das Wort Frischkäse sagen und guck bloß nicht auf ihre Knöchel. Gut. Danke. Wie können Sie nur? Stell sie dir einfach in einem Elchkostüm vor. Wenn Sie mir dauernd Dinge erzählen, die ich nicht hören will, dann werfe ich Ihre Arbeit in den Mixer und drücke auf Pürieren. Willkommen bei der Zeitschrift Schöne Kleider. Also du bist die Tochter des Piloten, der meine süße kleine Kairo nach Hause geflogen hat? Ja, Fräulein Frau. Ich meine Mona Fräulein, ich meine Frau Fräulein Herbstfrau. Bitte setz dich. Wie ich höre, entwirfst du Mode? Dann lass mal sehen. Ja, stimmt. Seit ich ein kleines Mädchen... Unglücklicherweise muss ich in ein paar Minuten einen Fotografen rauswerfen, der überhaupt kein Talent hat. Ich habe keine Zeit für die Geschichte deines Lebens. Ist das deine Mappe? Oh ja, Frau Herbst. Alle Rucksackentwürfe da drinnen sind neu. Ich habe sie extra für das Treffen heute gemacht. Die erinnern mich an was. Weißt du, woran die mich erinnern? Nein. Gartenabfall. Sie sind langweilig. Nichts Neues. Also, ich... Du bist eine Künstlerin ohne eigene Ideen, ohne eigene Meinung. Dir fehlt das Besondere. Du solltest vielleicht einen anderen Beruf wählen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es kann nicht jeder Mode entwerfen. Es war nett, dich kennenzulernen. Raphael, du bist gefeuert. Minka, steh still. Ach, so bin ich, wenn ich stillstehe. Und wie geht es euch anderen? Na, du kannst fragen. Wir stehen hier seit Stunden und ich muss dringend aufs Klo. Ich kann's nicht mehr anhalten. Und wie geht's sonst? Oh, ganz prima. Schnell, haltet zu Neil fest, bevor er aus dem Kreis kippt. Was ist passiert? Deinetwegen wären wir beinahe Krokodilfutter geworden. Wenn wir doch bloß etwas tun könnten gegen Billy, der macht hier alles kaputt. Er ist zu groß, er ist zu stark und hat ungefähr 50 Zähne zu viel in seinem Maul. Es wäre schon schön, wenn ihm jemand mal zeigen würde, dass er uns nicht einfach so herumschubsen darf. Entweder ihr kommt jetzt sofort da runter und übergebt mir die Burg, oder ich komme zu euch hoch. Habt ihr verstanden? Ihr habt ihn gehört, Freunde. Bereit für den Angriff. Hier kommt Superhirn. Super lange Arme und Beine. Super Schleimigkeit. Super Stinkstöße in Deckung. Super Stille. Super Nettigkeit. Super Fabelhaftigkeit. Ich mach eure Welt kaputt. Du kannst uns keine Angst machen, Langlippe, solange wir alle zusammenhalten. Ich halte das nicht mehr aus! Minka! Hallo, Leute. Oh, hallo, Kleines. Wie war dein Treffen mit Mona? Sie sagt, meine Entwürfe sind langweilig. Nichts Neues. Ich habe keine Ideen. Das ist wohl nicht so gut gelaufen, was? Nein, es ist gar nicht gut gelaufen. Hast du versucht, sie dir im Elchkostüm vorzustellen? Kaum zu glauben, dass sie deinen Tierrucksack nicht mochte. Den habe ich ihr nicht gezeigt. Was? Wieso nicht? Ich habe versucht, etwas zu entwerfen, was Mona gefällt, damit sie mich mag.
Aber haben dir die Entwürfe gefallen? Nein. Na, dann wissen wir ja, was das Problem ist. Du hattest so viel Angst vor Mona, dass du irgendwas gemacht hast, nur um ihr zu gefallen. Und dein wahres Können hast du gar nicht gezeigt. Weißt du was? Es stimmt, was die Leute über Mona reden. Sie haben völlig recht. Sie ist niemals zufrieden mit irgendwas. Du darfst nicht aufhören zu kämpfen, Blythe. Zeig ihr, was dir von deinen Entwürfen am besten gefällt. Was dich am meisten davon überzeugt. Mein Tierrucksack! Was noch wichtiger ist, Kleines, du darfst nicht einfach aufgeben, sobald jemand Nein sagt. Paps, du bist der Beste! Na, das sag ich doch immer. Vielleicht könnten wir ihn vor die Tür rollen. Oder wir verschicken ihn in ein anderes Land. Oh, oder auf einen anderen Planeten. Oder wir versuchen uns stark zu machen, damit wir gegen ihn kämpfen können, wenn er wieder aufwacht. So wie wir es uns vorgestellt haben. Wir müssen nicht beste Freunde sein. Wir müssen auch nicht reden. Aber du kannst uns nicht rumschubsen und sagen, wo wir hin dürfen und wo nicht. Wir waren zuerst hier. Du kannst also den Platz haben, den wir dir geben. Anders läuft das hier nicht. Hast du das verstanden? Das hast du toll gesagt, Russell. Aber ich glaube, Billy sieht das irgendwie anders. Eure Rüstung macht euch stark. Ich habe einen super tollen Plan. Jetzt passt mal gut auf. Wir sind stark. Ich glaube, ich verschiebe das auf später. Ich mache ihn fertig mit einer Multi-Stink-Attacke. Oh, das hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Hey, du, ich werde dich zähmen mit meinen wunderschönen Augen. Wow, der ist ja sowas von kaltherzig. Ich fand eure Burg richtig gut. Und jetzt baut ihr mir eine, verstanden? Aber meine Pfoten sind für Bauarbeiten nicht geschaffen. Wo soll der Burggraben hin? Ich möchte bitte zu Frau Herbst. Bist du angemeldet? Hier ist nichts eingetragen. Frau Herbst ist sehr streng. Niemand darf zu ihr, wenn er nicht angemeldet ist. Nicht einmal ich. Es dauert nur eine Minute. Das geht leider nicht. Sie hat keinen Termin frei. Dann warte ich eben. Vielleicht kommt jemand zu spät zu seinem Termin und ich kann kurz rein. Warten? Hier? Oh, ohne angemeldet zu sein? Das geht leider nicht. Wenn Frau Herbst rauskommt und sieht, dass du hier wartest ohne einen Termin, dann dreht sie völlig durch. Und wir werden alle rausgeworfen. Ich werde auf alle Fälle hier warten. Hey, das kommt da nicht hin. Tu das dahin, wo ich es dir gesagt habe. Er kann so nicht mit Penny Ling reden. Wenn sie seinetwegen anfängt zu weinen, dann werde ich... Zoe, nicht! Du bringst uns alle in Gefahr. Guck mal, was du getan hast. Schäm dich. Jetzt wird meine Burg niemals perfekt aussehen und das ist deine Schuld. Jetzt reicht es, Billy. Wir lassen uns das von dir nicht mehr länger gefallen, hörst du? Zoe, vielleicht solltest du nicht so mit Billy reden. Und sag bitte auf keinen Fall wir. Ich will nicht mehr länger Angst haben und ich weiß, dass es euch genauso geht. Ich werde jetzt das tun, was ich Blythe geraten habe. Du isst und schläfst wie jedes andere Tier auch. Nur weil es heißt, dass Krokodile gefährlich sind, lasse ich mir von dir keine Angst machen. Hast du mich verstanden? Ich habe keine Lust mehr, mich von dir herumscheuchen zu lassen. Das sehe ich nicht ein. Was sagst du dazu, du gemeines Schuppentier? Tja, wer hätte gedacht, dass er weint? Penny Ling, was ist denn los? Ich mag es einfach nicht, wenn jemand weint. Okay, jetzt ist Schluss mit der Weinerei. Und du, hör auf mit den Krokodilstränen. Ich kann sie nicht zurückhalten. Verstehst du? Noch nie hat jemand so mit mir geschimpft.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe nie richtig mit jemandem gekämpft. Bitte tut mir nichts. Aber Billy, du hast uns Angst eingejagt. Naja, ich dachte, weil ich so gefährlich aussehe, könnte ich mich auch richtig gemein benehmen. Tut mir leid, Leute. Ich gehe jetzt wieder zu dem Platz, den ihr mir vorhin gezeigt habt. Billy, warte! Hör mal, nur weil du gefährlich aussiehst, musst du nicht gefährlich sein. Ja, wenn du eigentlich nett bist, dann kannst du das auch rauslassen. Du musst das nicht verstecken. Und wir könnten was zusammen machen, so wie Freunde. Ich habe noch nie Freunde gehabt, wisst ihr? Vielleicht hast du es nie versucht. Willst du es mal mit uns versuchen? Ja, das will ich. Ihr seid echt nett. Wollen wir nicht doch lieber einen richtigen Termin machen für irgendwann später? Frau Herbst hätte noch etwas frei in 3 Jahren. Ich gehe nicht. Ich will erst mit ihr sprechen. Heute. Chloe, tun Sie mir einen Gefallen. Sorgen Sie dafür, dass mich der Wagen an der Nordostecke abholt. 1,05 Meter vom Haupteingang. Und reservieren Sie einen Tisch für eine Person bei Richie. Bestellen Sie einen gemischten Salat und sorgen Sie dafür, dass die Blätter diesmal daneben liegen. Na? Du bist das Rucksackmädchen von vorhin. Was machst du hier? Hat sie einen Termin? Sehen Sie mal nach. Ich überlege mir morgen eine Bestrafung für Sie. Sie könnten vielleicht Kairos Augenbrauen zupfen. Frau Herbst, ich möchte eine zweite Chance, um Ihnen zu zeigen. Ich gebe keine zweite Chance. Das ist etwas für Ramschläden. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Sie machen einen großen Fehler, Frau Elch. Ich meine, Frau Herbst. Niemand spricht so mit mir. Hast du gehört? Oh. Was habe ich da getan? Frau Herbst, es tut mir so. Genial! Kairo ist gleich reingesprungen. Sie scheint ihn zu lieben. Wenn Kairo etwas gefällt, dann ist es mit Sicherheit gut. Du bist begabt als Modeschöpferin. Sally, Gina, Lola, wie heißt du noch? Blythe. Blythe, ja, natürlich. Weißt du, was ich toll an dir finde? Dass du es nochmal versuchst, wenn jemand Nein zu dir sagt. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich bin gar nicht so gemein, wie die Leute denken. Ich tue nur so, um die Leute loszuwerden, die sich bei mir einschmeicheln. Zu denen gehörst du eindeutig nicht. Ich gratuliere dir. Ich danke Ihnen. Wir sollten hin und wieder telefonieren. Ich will all deine Entwürfe sehen. Darf ich den hier behalten als Muster deiner Arbeit? Ja, natürlich. Hallo allerseits. Ihr werdet nicht glauben, was mir eben passiert ist. Was zum Hör? Wow, ihr baut euch ja eine tolle Burg. Ihr gebt euch aber viel Mühe. Oh, es ist alles okay. Das ist Blythe. Hallo. Ich finde sie auch ganz schön. Willst du uns helfen? Na klar. Ich gehe nur schnell nach oben und zieh mich um. Na, Kleines. Ich wollte sehen, wie es dir geht. Du warst vorhin so traurig. Ich hatte einen tollen Nachmittag, weil du mir Mut gemacht hast. Ich war noch mal bei Mona Herbst. Ist nicht wahr? Oh ja. Und ich habe gelernt, dass es zweite Chancen nicht nur in Ramschläden gibt. Was habe ich für eine tolle Tochter und ich bin Vater des Jahres. Ist das hier der kleine Topfladen? Ich bräuchte eine ganze kleine Topf. Nein, auf der anderen Seite. 2 Geschäfte weiter. Grazie. Sie haben mir sehr geholfen. Tja. Ja. Oh. Nicht der kleine Tankladen? Nee. Tut mir leid. Oh. Tja. Tja, ja. Hier unten.
Wunderschönen Morgen, Mädels. Ich bin der kleine Troll und ich suche den kleinen Trollladen. Ich möchte mich neu einkleiden. Dann sind wir nicht die Richtigen für Sie, Herr Troll. Oh, so schlecht ist unser Geschäft noch nie gelaufen, Blythe. Wir müssen unbedingt Kunden auftreiben und sei es nur, damit wir beide hier nicht komplett durchdrehen. Ja, wie jeder modebewusste Teenie liebe ich es, Scooby-Doos zu flechten. Aber ich glaube, ich kriege langsam eine Plastikallergie. Oh, Gesundheit, Liebes. Oh, irgendwas müssen wir doch machen können, um das Geschäft zu beleben. Tja, vielleicht könnten wir was für kleine Trolle anbieten. Ich weiß es. Damit mehr Kunden in einen Laden kommen, muss man werben. Wir machen einen Werbefilm. Einen Werbefilm? Heiliges Glücksschwein, das ist eine tolle Idee, Blythe. Das einzige Problem ist, dass ich mir das nicht leisten kann. Es ist teuer, einen Werbefilm zu drehen. Das ist ja das Tolle daran. Wir können viel Geld sparen, wenn wir es selber machen. Jasper macht super Videos auf seinem Computer. Bestimmt hilft er uns. Ein richtiger Werbefilm für den kleinen Tierladen. Oh. Der kleine Trainingsladen? Nein. Gut, machen wir's. Stell dir vor, alles, was du am liebsten machst, wird wahr im Nu. Plötzlich findest du einen Ort, wo du glücklich bist. Sei einfach du. Das ist so cool, Blythe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine echte Werbung drehe. Ich weiß, dass du das ganz toll machen wirst. Und danke, dass ihr auch mitmacht. Machst du Witze? Ja, das wird unheimlich viel Spaß machen. Ich muss jetzt gehen und mich auf meine Rolle als Regisseur vorbereiten. Okay, bis später. Wow, die drehen einen Werbefilm hier im Laden. Oh, was ist ein Werbefilm? Das Zeug im Fernsehen, das zwischen den Sachen kommt, die du eigentlich sehen möchtest. Es bezahlt die Sachen, die du sehen möchtest. Oh. Ich habe mich immer gewundert. Ganz genau. Ihr kommt alle ins Fernsehen. Ins Fernsehen? Oh, ist das aufregend. Oh, oh. Was ist, Pennyling? Ich weiß nicht, ob die Zuschauer bereit sind für eine Nahaufnahme von mir. Bestimmt bin ich zu süß fürs Fernsehen. Oh. Nein, das ist doch eklig. Süß, Liebes. Süß. Keine Sorge, das geht schon. Ich muss jetzt am Drehbuch schreiben. Bis später. Oh, wie spannend! Hört mir zu, Damen und Tiere. Nie im Leben werden wir etwas Fernsehtasterisches erleben. Oh, was, wenn wir unsere eigene Zeichentrickserie hätten, die unsere putzigen Erlebnisse hier im kleinen Tierladen zeigt? Oh, wäre das nicht noch viel, viel fernsehtastischer? Aha, als ob das passieren würde. Oh Mann, ich frag mich, wie unser Werbefilm aussehen wird. Ich denke bestimmt irgendwie so hier. Wow, ist das viel Spielzeug? Ganz genau, Minka. Hier im kleinen Tierladen sind wir stolz auf unsere große Auswahl an Tierspielzeug. Auch dabei komisches Spielzeug für Tiere aus fremden Galaxien. Wuhu! Ehrlich? Das ist so cool. Yo, zieht euch das rein. Hier. Der kleine Tierladen ist am Start mit der mega krassesten Haustierbetreuung in der ganzen Stadt, yo. Wenn du so redest, dann klingt das, wie soll ich es sagen, komisch. Ich weiß. Und nicht vergessen, unsere fantastische Auswahl an 1A Tierfutter ist absolut spitze. Du hast Geld und Portemonnaie, gib es einfach aus. Komm zum kleinen Tierladen, hier ist, was du brauchst. Für jeden ist was dabei. Alles sehr gesund und butterfrei. Das ist deine Gelegenheit. Wir singen und tanzen hier die ganze Zeit. Tagespflege für dein Tier, zusammen singen wir. Hier kannst du nicht verlieren. Fischernetze gibt es hier. Vinny, eigentlich verkaufen wir die nicht. Oh, vielleicht sollten wir. Ist kein Haustierzubehör. Hä? Fische sind auch Tiere. Ja, ja, das stimmt, Russell. Hey. Komm einfach zum kleinen Tierladen. Ja, komm vorbei im kleinen Tierladen. Die
gib all dein Geld aus dem kleinen Tierladen. Und unser aller Freund bist du. Yeah! Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Werbepause. Es wäre schön, wenn wir etwas Musik machen könnten. Musik und Gesang in der Werbung. So was Dummes. Oh, Blythe, ich habe ein paar tolle Ideen für den Werbefilm aufgeschrieben. Oh, aber vielleicht willst du sie gar nicht sehen. Da möchte ich sie sehen. Her damit. Oh, sie wollen, dass ein Elefant dabei ist? Na, die Leute reden doch die ganze Zeit vom Elefant im Porzellanladen. Oh, und bald werden sie nur noch vom Elefant im kleinen Tierladen reden. Vielleicht... Okay, weiter. Ein Kunstflugzeug soll der kleine Tierladen ist absolut spitze in den Himmel schreiben? Zu teuer? Nur ein bisschen. Gut, dann lies gleich das Ende und sag mir ehrlich, was du denkst. Dann schreitet die großartige Besitzerin in einem herrlichen Ballkleid eine lange Treppe hinunter und singt inmitten muskulöser Tänzer das Titellied des kleinen Tierladens. Wir haben ein Titellied? Du kannst so sein, wie du willst, im kleinen Tierladen. Okay, vergiss das Titellied, aber der Rest ist machbar, oder? Frau Twombly, dieser Werbefilm wird nicht so teuer und aufwendig, wie Sie sich das vorstellen. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht zu enttäuscht. Natürlich nicht, Liebes. Ich habe nur ein paar Ideen hingekritzelt. Es ist mir egal, was du dir mit deinen Freunden ausdenkst, solange ich in dem Film vorkomme. Natürlich werden Sie das. Jasper ist ganz locker und unkompliziert, also werden wir bestimmt viel Spaß haben. Also... Schluss mit der Faulenzerei, Leute. Jetzt wird hier ein super Werbefilm gedreht. Oder nicht? Okay, Leute, wir haben nicht ewig Zeit. Wir machen die erste Aufnahme. Jetzt! Junge, locker. Ich werd locker, wenn ich gesagt habe, Schnitt ist im Kasten. Kamera bereit. Endlich. Kamera ab. Kamera läuft. Großaufnahme vom kleinen Tierladen. Und los. Haben wir schon angefangen? Schnitt! Ja, Frau Twombly, wir haben schon angefangen. Und Sie haben die erste Aufnahme ruiniert. Oh, hoppsala. Entschuldigung. Ich will, dass niemand mehr aus der Tür kommt, während wir hier drehen. Gut, okay, an alle. Bitte bleibt im Laden, während wir... Alles fertig machen zum Drehen. Was hat sie gesagt? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir versuchen es nochmal. Kamera läuft noch. Großaufnahme vom kleinen Tierladen, Aufnahme 2. Yang Mi, kannst du das wiederholen? Ich hab dich gerade eben nicht verstanden. Schnitt! Sie hat gesagt, dass ihr alle drin bleiben sollt, bis der Dreh vom Eingang fertig ist. Verstanden? Ja, verstanden. Mann. Noch einmal. Bitte! Großaufnahme vom kleinen Tierladen, Aufnahme 3. Schnitt! Aus! Weiter geht's! Warte mal, wir müssen noch mal drehen. Der Akku ist leer. Oh, so kann ich nicht arbeiten! Das darf doch nicht wahr sein! Ich bin so nervös. Ich wusste ja gar nicht, wie gerne ich in einer Werbung mitspielen möchte. Bis zu diesem Abenteuer hier. Haben Sie einfach Spaß dabei. Das wird toll! Frau Twombly, Sie sind dran. Sprechen Sie Ihren Text direkt in die Kamera. Klar, Casper. Jasper, aber freut mich, dass Sie es verstanden haben. Oh, Jasper, das weiß ich doch. So ein dummer Fehler aber auch. Das ist bestimmt die Aufregung. Nur keine Sorge. Kamera ab! Kamera läuft. Frau Twombly's Text und Oh! Und los geht's! Soll ich irgendwas machen? Ja, Frau Twombly, Ihren Text sagen. Oh, na klar. Mein Text, der geht... Wir hier im kleinen Tierladen haben alles, was Ihr Haustier braucht. Wir sind die Besten. Wirklich gut. Sind wir fertig? Oh, nein, Frau Twombly, Sie müssen Ihren Text sagen. Bitte, ich gebe die Anweisung. Sie müssen Ihren Text sagen, Frau Twombly, nicht Blythe. Oh ja, weiß ich doch. Wir hier im kleinen Tierladen haben oh, Lustiges und Leckeres für Ihr Tier. Was sag ich nochmal, Blythe? Alles, was Ihr Haustier braucht. Wir sind die Besten. Stimmt. Sind wir fertig? Ja. Oh, Gott sei Dank. Oh, das macht so viel Spaß. Ich kann es gar nicht erwarten, mich in dem Film zu sehen. Blythe, schaffst du das, dass die Tiere still sitzen, während ich sie filme?
Klar. Warum? Nicht, dass ich das erklären müsste, aber ich denke, dass ich besser zeigen könnte, wie viel Spaß die Haustiere im kleinen Tierladen haben, wenn ich auch Tiere zeige. Wie sie rumsitzen? Damit zeigst du nicht wirklich... Blythe, bezweifelst du mein künstlerisches Gespür? Niemals. Ich doch nicht. Du bist der Regisseur. Na endlich, da sind wir uns mal einig. Okay, ihr Lieben. Unser genialer Regisseur möchte, dass ihr still sitzt und in die Kamera schaut. Das ist alles? Damit zeigt er unsere Fähigkeiten nicht wirklich. Er will es so. Irgendwas mit seinem künstlerischen Gespür. Ein Regisseur, der meine Fähigkeiten nicht zeigen möchte, kann nicht viel künstlerisches Gespür haben. Schnitt! Jemand, der weiß, was er vor der Kamera zu tun hat. Schnitt! Was ist das denn? Blythe, nimm das Zubehör weg! Igitt! Schnitt! So, das war's, Leute. Und Tiere, danke für eure Hilfe. Sofern man das so nennen kann. Ich verspreche euch, obwohl ich nicht sehr viel habe, mit dem ich arbeiten kann, werde ich den bestmöglichen Werbefilm machen. Adieu! Oh, adieu? Oh Mann, geht's vielleicht noch eingebildeter? Nein! Bleib! Ich habe es! Was hast du, toller Regisseur? Ich habe mir die ganzen miesen Aufnahmen angesehen und plötzlich hatte ich die Idee, wie wir daraus eine gute Werbung machen können. Es wird dir gefallen. Also, was ist es? Ich habe ein Computerprogramm, mit dem ich es so aussehen lassen kann, als ob die Tiere sprechen. Mit Mundbewegungen. Sie werden die Stars in unserer Werbung. Die Tiere werden sprechen? Mal was anderes. Und was ist mit Frau Twombly? Sie ist draußen. Was? Das kannst du nicht machen. Du weißt ja gar nicht, wie gern sie in diesem Werbefilm sein wollte. Tut mir leid, so ist das Geschäft. Es geht vor allem um mein künstlerisches Gespür. Ich muss los, muss noch viel überarbeiten. Bis dann. Frau Twombly ist draußen? Das ist ja schrecklich. Oh, das ist so aufregend. Mein allererster Werbefilm. Die Werbung läuft in einer Minute, ihr Lieben. Wenn das mal gut geht. Und Jasper, hast du meine Vorschläge zu den Tierstimmen gelesen? Hab ich. Blythe, sei mir nicht böse, aber du lagst ziemlich daneben mit deinen Vorschlägen. Zerbrich dir deinen hübschen großen Kopf nicht darüber. Ich hab sie selbst ausgesucht und es ist toll geworden. Ich bin hier nicht diejenige, die daneben liegt. Aufgepasst, Leute. Zeit, euch den Film zu zeigen, der als mein Meisterwerk bekannt werden wird. Licht aus, Frau Twombly. Und hier ist... meine Werbung für den kleinen Tierladen! Hey, ihr Tiere da draußen! Hört mal her, yo! So kling ich gar nicht. Oder? Habt ihr genug davon, immer dasselbe Essen, Spielzeug und anderes Zubehör zu kriegen? Du klingst witzig. Habt ihr genug davon, euch mit der zweitbesten Tierbetreuung zufrieden zu geben? Hey, das ist nicht witzig! Weißt du, jeder findet seine Stimme komisch, wenn er sie zum ersten Mal hört. Ihr müsst anfangen, euch mit eurem Herrchen zu unterhalten! Ihr müsst sie überzeugen, woanders mit euch hinzugehen. Ich klinge wie ein Mädchen. Na, wenigstens stimmt meine Stimme. Ihr müsst sie überzeugen, mit euch in den kleinen Tierladen zu gehen. Oh, hast du eine Ahnung, was die Leute jetzt von mir denken werden, Blythe? Wir hier im kleinen Tierladen haben alles, was ihr Haustier braucht. Wir sind die Besten! Der kleine Tierladen. Wir verkaufen keine Tiere, wir verkaufen, was sie brauchen. Und wie findet ihr es? Wie finde ich es? Tja, wie finde ich es? Ich finde, ich muss mir eine Packung Taschentücher holen. Tja, ich dachte nicht, dass das jemanden zu Tränen rührt. Blythe, jetzt kann Frau Twombly gar nicht die gute Nachricht hören.
Was soll das denn sein, Jasper? Dass das nicht die echte Werbung ist und du uns nur veräppelt hast? Was? Ja, nein, ein sehr guter Freund von meinem Paps leitet einen Fernsehsender. Und der hat zugestimmt, die Werbung auszustrahlen. Ab morgen. Ziemlich cool, hä? Oh, eher nicht. Ihr wartet hier. Ich muss mit Frau Twombly sprechen. Oh, hallo, Frau Twombly. Oh, hi, Blythe. Anscheinend geht hier jeder rein, wenn er traurig ist. Ich dachte, ich versuch's auch mal. Oh, ich weiß, wie gerne Sie in dem Film sein wollten. Tut mir echt leid, wie das gelaufen ist. Oh, mach dir um mich keine Sorgen, Blythe. Ich bin so lange ohne Werberuhm ausgekommen. Ich schätze, das halte ich auch noch eine Weile länger aus. Aber dafür mache ich mir Sorgen um deinen Freund. Jasper? Ja, ich auch. Benimmt Jasper sich denn immer so? Nein, tut er nicht. Na, zum Glück. Na, dann musst du mit ihm sprechen, um rauszufinden, warum er sich jetzt wie ein Idiot benimmt. Gute Idee, Frau Twombly. Und Sie bleiben hier drin, solange Sie wollen, okay? Oh, danke, Liebes. Jasper, wir müssen reden. Klar. Was gibt's? Okay, die ganze Sache mit dem Werbefilm ist komplett schiefgelaufen. Zum einen weiß ich, dass Frau Twombly echt traurig ist, weil sie nicht mehr in dem Film ist. Und dass die Tiere kein bisschen mit deinen Stimmen zufrieden sind. Woher weißt du das? Na, ich habe mit Frau Twombly gesprochen. Und was die Tiere betrifft, weiß ich's halt, okay? Und ich weiß auch, dass du dich wie ein Riesenvollidiot benommen hast. Und dass Yang Mi und Su es nicht schön fanden, wie du sie behandelt hast. Und auch ich fand's nicht schön, wie du sie behandelt hast. Und mich! Hör zu! Ich weiß, dass das dein Film war und dass du der künstlerische Kapitän des Werbeschiffs warst. Aber leider hast du vergessen, wie wichtig die Matrosen sind, die die Segel hissen und die ganzen Knoten können und das Schiff starten und... Wenn ich nur mehr übers Segeln wüsste. Keine Sorge, hab's kapiert. Du hast recht, ich war ein Vollidiot. Ist alles in Ordnung bei euch? Es tut mir wirklich leid, wie ich euch behandelt habe. Ich hatte solche Angst, was falsch zu machen, dass ich alles ruiniert habe, indem ich den super coolen Regisseur gespielt habe. Bitte verzeiht mir. Das ist der Jasper, den wir lieben. Ha, ich habe noch Zeit. Wofür? Siehst du schon. Sorg nur dafür, dass sich morgen alle die Werbung ansehen. Okay. Oh, und keine Sorge wegen Frau Twombly und den Tierstimmen. Ich mach das schon. Sie werden sich so freuen. Werden Sie? Oh, gleich kommt unsere Werbung im Fernsehen. Hat Jasper dir irgendwie verraten, was er machen wollte? Nicht wirklich. Nur, dass es toll wird. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Oh, es ist soweit. Wir hier im kleinen Tierladen haben... Oh, Leckeres und Lustiges für Ihr Tier. Was sag ich nochmal, Blythe? Alles, was Ihr Haustier braucht. Wir sind die Besten. Stimmt. Aber hören Sie nicht nur auf uns, sondern auf unsere zufriedenen Kunden. Ich liebe die Betreuung im kleinen Tierladen. Komm und verbringe den Tag mit uns. Was zum... Im kleinen Tierladen gibt's für jeden was. Sie haben die besten Leckerlis der Stadt. Hey, du klingst wie ich. Und du klingst wie ich. Das ist witzig. Wow, vielleicht ist Jasper doch ein Genie. Er hat die Tierstimmen echt super hingekriegt. Nur schade, dass er sie vertauscht hat. Im kleinen Tierladen gibt's Blythes neueste Haustiermode. Der kleine Tierladen ist vielleicht klein, aber der Kunde wird hier groß geschrieben. Um meine Stacheln pflegen zu lassen, gehe ich nur in den kleinen Tierladen. Im kleinen Tierladen kriege ich immer Lust zu singen. Wir hier im kleinen Tierladen haben alles, was Ihr Haustier braucht. Wir sind die Besten. Der kleine Tierladen. Wir verkaufen keine Tiere, wir verkaufen, was Sie brauchen. Ich bin begeistert. Ja! Ich glaube, so voll habe ich den Laden noch nie gesehen. Ach, ist das nicht toll? Hi, Leute. Da ist er ja, der Regisseur des Jahres. Danke, Frau Twombly. Es war schön, mit Ihnen zu arbeiten. Freut mich, das zu hören, denn ich glaube, ich habe ein neues Projekt, an dem wir zusammen arbeiten können. Neues Projekt? Ja, ein kleines Drehbuch, das ich geschrieben habe. Es heißt Twombly, eine spitzenmäßige Tierbetreuerin. Meine Leute rufen ihre Leute an. Du hast Leute? Ja, nein.
Hey, ich hab doch Ups gesagt. Was willst du noch? Wir sind durch den Park gerannt und haben mit Spielzeug gespielt und wirklich alles gegessen, bis auf die Decke. Was machen wir jetzt noch? Ich weiß was. Jeder erzählt das Interessanteste, das er je erlebt hat. Oh, ich zuerst. Ich hab was Tolles zu erzählen. Es war ein dunkler und stürmischer Tag. Oh, ich find's jetzt schon super spannend. Ich war mit meinem Herrchen im Bus und der war voller Leute. Es war so eng wie in einer Sardinenbüchse. Und eine arme alte Dame hatte alle Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Oh, meine Güte. Oh, hier muss ich raus. Oh. Sie hat sich fertig gemacht und aus Versehen mich statt ihrer Tasche aufgehoben. Und ist aus dem Bus gestiegen. Mit mir unterm Arm. Das war ein verrückter Tag. Hast du da nicht was vergessen? Was vergessen? Was meinst du? Was ist mit dir passiert, als der Bus weg war? Oh ja, tja, als sie gemerkt hat, dass ich ein Stinktier bin, hat sie mich fallen lassen. Jemand hat mich aufgesammelt und auf ein Schiff mitgenommen. Fahrt zu den Bahamas, ich wurde vergessen, musste mich auf ein anderes Schiff schleichen, bla bla bla. Umweg über Grönland, bla bla, Heißluftballon nach Hause, bla bla bla, Ende. Na, das war interessant. Okay, wer will als Nächster? Ich kann was Tolles erzählen. Penny Ling, willst du dein interessantes Erlebnis erzählen? Ich? Interessant? Stell dir vor, alles, was du am liebsten machst, wird wahr im Nu. Plötzlich findest du einen Ort, wo du glücklich bist. Sei einfach du. Los, Penny Ling, erzähl von deinem Erlebnis. Ich glaube, ich habe zu Mittag zu viel Bambus gegessen. Es soll lieber ein anderer erzählen. Oh, ich habe ein spannendes Erlebnis zu erzählen. Sein Name war Juan Roche José. Ist das nicht der Hund, der in der Leckerli-Werbung die lustigen Saltos macht? Echt wunderbar, wie er mit seinen dicken Beinchen in die... Ja, wunderbar. Wir haben zusammen Fotos für eine Tierfutter-Werbung gemacht. Er hat sich in mich verliebt. Zu seinem Pech ging es der Kamera genauso. Er wollte, dass ich mit ihm nach Hollywood gehe, wo er Filme drehen würde. Und ich zu Hause bleiben und unsere Welten großziehen sollte. Aber ich bin meiner eigentlichen Liebe treu geblieben, fotografiert zu werden. Unglaublich, dass du fast mit einem Star in Hollywood gelebt hättest. Okay, wer jetzt? Einmal bin ich Zug gefahren durch das ganze Land. Das soll interessant sein, wie du im Zug saßt? Wer hat was davon gesagt, dass ich im Zug saß? Ich nehm's zurück. Das war ja wirklich spannend, Winnie. Mann, die Erlebnisse werden immer interessanter. Oh, hey, Minka, erzähl ihnen von dem Königskunstwerk. Okay. Einmal war ich zu Besuch in einem Palast. Mein Herrchen hat einen Cousin hat, der Cousin vom König ist. Also bin ich das Haustier vom Cousin, vom Cousin, vom Cousin, vom König. Wir waren also beim König zum Essen eingeladen und jetzt wird's spannend. Ich bin auf den Tisch gehüpft, um zu sehen, was draufsteht. Und habe ein Weinglas über den König verschüttet. Über dem König? Was war dann? Tja, der Fleck war so schön, da wollte ich den König noch schöner machen. Also habe ich ihn mit dem restlichen Essen bemalt. Eins meiner tollsten Kunstwerke, wenn ich das so sagen kann. Und das kann ich. Hab ich ja gerade. Ein tolles Erlebnis, Minka. Okay, Penny Ling. Jetzt bist wirklich du dran. Schieß los. Tja, einmal beim Essen steckte ein Stück Bambus zwischen meinen Zähnen. Ich dachte, ich krieg's nie wieder raus. Hab ich aber und Ende. Das war dein Erlebnis? Essen zwischen den Zähnen? Du musst doch was Interessanteres haben. Ja, jeder hat doch irgendwann mal was Interessantes erlebt. Ja. Einmal habe ich eine Schlange gesehen und hatte Angst. Aber es war nur ein Stock und Ende. Öde. Ich bin so
nicht traurig wegen vorhin im Park, Penny Ling. Aber alle sind so interessant und haben so viel erlebt. Oh, ich fühle mich ausgeschlossen. Bestimmt hast du auch eine tolle Geschichte. Du erzählst sie, wenn du soweit bist. Geschichte? So wie ein Märchen? Ja, manche Geschichten sind so toll, die klingen wie ein Märchen. Ich könnte meine Geschichte von der Grüntee-Königsfee erzählen. Die Grüntee-Königs-was? Die Grüntee-Königsfee. Sie hat mich umarmt und dann sind Blumen aus meinem Kopf gewachsen. Wart mal kurz, Penny Ling. Was ist das mit den interessanten Geschichten? Ach, da sind wir einmal nicht mit im Park und verpassen lauter tolle Geschichten. Zum Glück verpasst du die hier nicht, Russell. Also, Penny Ling, erzähl den anderen, was du mir erzählt hast. Oh, das ist nichts Besonderes. Außerdem bin ich mir sicher, dass ich euch das schon 1000 Mal erzählt habe. Hat Penny Ling uns jemals von der Königsfee erzählt, die ihr Blumen ins Haar gezaubert hat? Nein. Ja, das mit den Blumen war ein bisschen verrückt. Aber wenn man mit Feen aufwächst, gewöhnt man sich an solche Sachen. Wovon erzählst du da? Ich fange wohl besser ganz von vorne an. Ich wurde im zauberhaften Wald von Mysterien geboren. Die Feen haben mir jeden Morgen Grüntee gebracht. Moment mal! Hast du gesagt, Feen haben dir Grüntee gebracht? Ja, für die Feen habe ich auch die Krebshexe bekämpft, als ich den Bewässerungsstein gesucht habe. Oh, ich krieg Kopfweh. Ich will den Rest hören. Ja, Mund zu, Pepper. Mach weiter, Penny. Okay, wo war ich? Oh, ja. Vor Jahren habe ich im Wald von Mysterien gelebt, wo Grünteefeen für mich sorgten. Der Wald war wunderschön. Die Feen führten ein glückliches Leben. Sie spielten, kümmerten sich um den Grüntee und waren sehr nett zueinander. Das ist wie in dem Lied. Mit dem Boot und dem Rudern. Vom Boot oder Boot. Nein, das ist es nicht. Ach, bist du eine gut aussehende Fee. Jetzt da! Sie wollten mir Feensachen beibringen. Fliegen zum Beispiel. Ups. Aber im Fallen war ich viel besser. Eines Tages hörte das Wasser, das das Grünteetal so grün machte, auf zu fließen. Alle Pflanzen im Tal wurden verschrumpelt, trocken und braun. Die Feen sagten, das kann nur passieren, wenn jemand den Bewässerungsstein vom Wasserfall entfernt. Den Bewässerungsstein? Ja, der magische Stein, der die Wasserfälle bewässert. Oh, der Bewässerungsstein, klar doch. Natürlich dachten die Feen, dass die Kobolde den Bewässerungsstein hätten. Ich hatte die Grüntee-Feen noch nie so wütend gesehen. Sie planten einen Luftangriff gegen die Kobolde. Das musste ich verhindern. Stopp! Lasst mich mit den Kobolden sprechen. Ich hole den Bewässerungsstein zurück. Die Feen hatten Angst, dass ich es nicht bis zum fernen Berg der Kobolde schaffe. Aber ich wusste, dass ich es tun musste. Hey, das ist nicht nett von euch. Wir sind Kobolde. Wir sind so. Hallo, Kobolde. Ich bin Penny Ling und ich bin zu euch gekommen, um... Ruhe! Kobolde unterhalten sich nicht mit Fremden. Nicht ohne einen Test. Den musst du bestehen. Was für ein Test denn? Na, einen Tanztest! 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 Tanz? Ich bin gerade den Berg hochgeklettert und ein bisschen müde. Wenn du's nicht schaffst, dann schmeißen wir dich vom Berg wieder runter. Ehrlich? Das Einzige, was wir von dir hören wollen, ist das Geräusch deiner Füße. Whoa!
geben, damit im Grünteetal wieder Wasser fließt. Hä? Wir sind Kobolde. In Bewässerung. Was? Kobolde stehlen nicht. Ihr habt den Stein nicht gestohlen? Nein, wir lieben Grüntee. Ja, wer nicht? Der ist so gesund. Oh, tja, das ist komisch. Was du suchst, ist nicht hier. Hä? Ich sagte, was du suchst, ist nicht hier. Woher weißt du, was ich suche? Weil ich zugehört habe. Jetzt gerade bei unserem Gespräch? Ja, ich stand gleich hier drüben. Der, der zuhört, ist weiser als der, der spricht. Ja, wohl eher der, der andere belauscht. Ja, unhöflich. Jedenfalls, wenn du den Bewässerungsstein suchst, dann suche den, der den grünen Tee hast. Du sprichst in Rätseln, oh weiser Mungo. Ja, ebenso wie der Grund, aus dem das Huhn die Straße überquert, nur dem Huhn bekannt ist und nicht der Straße. Schreibt das irgendjemand mit? Das ist Gold wert. Weiser Mungo, kannst du mich zu demjenigen bringen, der den Grüntee hasst? Bist du mutig genug, es mit feuerspeienden Bestien, säurespuckenden Dämonen und Monstern, die nach vergammelten Bananen riechen, aufzunehmen? Ja. Okay, gut. Denn so schlimm wird's nicht werden. Hey, weiser Mungo, wohin führst du mich? Okay, kein verrücktes Lachen, bitte. Bringst du mich zu demjenigen, der den grünen Tee hasst, oder nicht? Nein, ich bring dich nicht. Denn diese Reise musst du selbst beschreiten. Ich gehe nur vor dir her, in dieselbe Richtung. Ach, hör auf, so zu sprechen. Bitte, komm noch einen Schritt näher. Okay, so, und jetzt? Jetzt triffst du auf dein Schicksal. Keine Angst, dir passiert nichts. Grüß sie von mir. Und alles wurde schwarz, schwarz, schwarz. Die Tiere müssen jetzt nach Hause, Blythe. Oh! Keine Sorge, Penny Ling erzählt uns morgen das Ende. Wow, ihr wollt wirklich mehr von meiner Geschichte hören? Soll das ein Witz sein, Penny Ling? Ich muss wissen, was danach passiert ist. Ist das Wasser zurückgekommen? Die Kobolde haben den Bewässerungsstein gestohlen und der weiße Mungo wollte sie nur loswerden. Habe ich recht? Weißt du, man darf niemals einem Kobold vertrauen. Immer schieben ihnen alle die Schuld in die Schuhe, nur weil sie Kobolde sind. Wir sehen uns morgen. Oh, ich hasse Spannung. Morgen, Frau Twombly. Guten Morgen, Frau Twombly. Oh, guten Morgen, Blythe. Ich hab dich gar nicht reinkommen hören. Unsere ganzen Lieblinge sind da. Bis auf Penny Ling. Sie haben sich den ganzen Morgen nicht bewegt. Es ist, als ob sie auf was warten. Oh, das stimmt. Guten Morgen, Penny Ling. Alle sind gespannt auf den Rest deiner Geschichte. Los, Penny Ling, erzähl weiter. Och, ich konnte gar nicht schlafen. So aufgeregt war ich, wie es weitergeht. Und vergiss ja nichts. Das Spannendste, das ich je gehört habe. Mal sehen, wo war ich? Als ich klein war, lebte ich im zauberhaften Wald von Mysterien. Das hast du schon erzählt. Oh, Entschuldigung. Ich bin den steilen Berg zu den Kobolden hochgeklettert. Das hast du auch schon erzählt. Mach da weiter, wo du in den Sand gesogen wirst. Oh, ja. Der weise Mungo hat dafür gesorgt, dass ich durch den Sand gefallen bin. Ich dachte, ich würde sterben. Glücklicherweise landete ich in einer Art unterirdischem Gefängnis. Glücklicherweise? Na, besser als im Sand begraben zu werden. Das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Wer spricht da? Stimme im Feuer. Was? Ja, ein Gesicht im Feuer. Man muss sich dran gewöhnen. Geist der Flamme, Flammenhüter, wie auch immer. Ich bin Penny Ling. Suchst du die Krebshexe? Ist sie diejenige, die den grünen Tee hasst? Möglicherweise. Immer schlecht drauf und wenn irgendwas gehasst wird, dann ja, von ihr. Wo ist sie? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, hinter der Holztür da. Aber hier ist alles voller Fallen, also Augen auf.
Tja, ich sehe keine Farbe! Na, das war ja praktisch. Da! Der Bewässerungsstein! So, was haben wir denn da? Einen Gast, wie ich sehe. Wir kommen, um den Bewässerungsstein zu holen. Hey, halt mich da raus. Ein Grüntee-Fan, hä? Was mich angeht, ich finde ihn eklig. Ach, und weil du keinen Grüntee magst, musst du den Bewässerungsstein stehlen und in eine Vitrine stecken? Das stimmt. Ich bin die Krebshexe und ich bin immer sehr schlecht gelaunt. Echt immer. Bist du nur gegen Grüntee oder Tee im Allgemeinen? Was geht's dich an? Ich hab ihn anständig gestohlen. Und jetzt behalte ich dich hier als meine Gefangene. Für immer! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Das glaube ich nicht. Ah. Oh. Hey, ganz toll gemacht. Die Vitrine hat meiner Mutter gehört. Bring mir das zurück! Sehr mutig und hast uns sehr geholfen. Wenn du mich brauchst, ruf einfach meinen Namen und ich werde zu dir kommen. Wow, tolle Geschichte, Pennyling. Deine Geschichte war wirklich sehr, sehr interessant. Mach mal halblang, deine Geschichte ist niemals wahr. Sie ist 100% wahr. Wenn es stimmt, dann ruf doch die Grünteefee hierher. Jetzt gleich. Tja, das Grünteeland ist sehr weit weg. Ich glaube nicht, dass sie mich hören wird. Es ist nicht wahr. Nichts davon. Ich habe mir das alles nur ausgedacht. Damit ich auch eine interessante Geschichte habe, wie ihr alle. Du hast dir das ausgedacht? Die Feen und den Grüntee? Die Kobolde und den Bewässerungsstein? Das war super! Ich hätte sowas nie erfinden können. Ich finde, dass Pennyling so gut Geschichten erzählen kann, macht sie ganz schön interessant. Ich stimme zu. Ich nicht. Aber ich gebe dir recht. Wirklich? Ihr findet mich interessant? Oh, wow! Ja, ich hatte eigentlich was anderes vor, aber erzähl uns noch eine Geschichte. Ja, erzähl uns noch eine Geschichte. Wenn bitte. Ihr drauf besteht, hier kommt noch eine tolle Geschichte. Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, auf einem Planeten voller Felsen und Staub, war ein kleiner Tierladen.
Das Fenster ist dreckig. Du bist gut. Das ist kein Fenster, Sunil. Das ist eine kleine Insektenfarm. Die verkaufen wir jetzt. Insektenfarm? Schaff das hier weg! Sunil, jetzt reiß dich zusammen! Okay, wo liegt denn das Problem? Ich mag keine Insekten. Käfer, Ameisen, 100 Füßer, 1000 Füßer, 1000 000 Füße, alle Füße machen mir Angst! Die sind doch noch gar nicht in der Farm, also keine Angst. Ach, es ist soweit. Die Insekten können in ihre Farm ziehen. Oh je, wo sind sie? Jetzt sehe ich es. In der Kiste ist ein Loch. Was hat Frau Twombly gerade gesagt? Sunil, du... Was wollt ihr mir denn sagen? Was denn? Es ist, als ob er schreit. Es kommt nur kein Geräusch raus. Oh, das Geräusch ertrage ich nicht. Wisst ihr, Hunde können ganz hohe Töne hören. Vielleicht schreit Sunil so hoch, dass nur Hunde es hören können. Wenn ich meine Theorie nur irgendwie beweisen könnte. Was war denn hier los? Oh, hi, Jasper. Der Laden ist sozusagen vor die Hunde gegangen. Oh, leider bist du nicht super, Sam. Sonst könntest du das ruckzuck aufräumen mit deinen einmaligen Superheldenkräften. Tja, ich habe zwar keine Superkräfte, aber dafür habe ich super liebe Freunde. Oh, wie bist du denn da reingekommen, Sunil, du kleiner Schlingel? Das hätten wir. Sunil, geht es dir gut? Ich habe mich gerade zwischen zwei Glasscheiben gequetscht, um mich vor winzigen Käfern zu verstecken. Mir geht es nicht gut. Ich schäme mich. Ach, jeder hat doch mal ein bisschen Angst vor irgendwas. Nicht so wie ich. Schon Flöhe lassen mich meine sonst so ruhigen Nerven verlieren. Ich bin einfach ein Feigling, Schwächling. Ängstliches Huhn. Du kannst doch nichts dafür, dass du Angst vor Käfern hast. Nicht nur vor Käfern. Ich habe Angst vor Dunkelheit, Helligkeit, Büroklammern und von diesen kleinen Fotowürfeldingern. Vor Fotowürfeln? Es sieht so aus, als wären die Leute in ihnen gefangen. So wie ich in meinem mickrigen Körper gefangen bin. Mit all meinen Ängsten. So nichts zu gebrauchen. Was ist das? Super Sam? Der Anzug sieht ganz schön unbequem aus. Der mutigste Superheld im ganzen Universum. Oh, ich muss los, Blythe. Meine Mutter wartet mit dem Essen. Oh, es ist schon 23:30? Wirklich? Ich muss zu Young Me und Tante Christy. Ich helfe ihnen dabei, einen guten Standort für das Süßigkeitenmobil zu finden. Tante Christy hat ein neues, nicht zu süßes Sandwich auf der Mittagskarte. Klingt sandwichig. Viel Glück damit. Hey, Blythe, brauchst du Gesellschaft im Süßigkeitenmobil? Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Seid mal ruhig! Blythe, ich habe gerade erst was über Essensmobile im Internet gelesen. Ein toller Artikel über die besten Standorte in der Stadt. Wirklich? Ich erzähle das nur, weil ich euch vielleicht bei der Suche helfen könnte. Ah,
Das könnte uns echt helfen, Russell. Warum kommst du nicht mit? Naja, nur wenn du denkst, dass ich euch wirklich helfen könnte. Oh, das ist ungemein. Oh, du hilfst ja wirklich, Russell. Du bist echt eine große Hilfe. Du verhilfst dir selbst zu Süßigkeiten. Ich könnte mich wegschmeißen. Hey, Humor und Süßes, beides gut für die Stimmung. Und, wisst ihr, wo der beste Standort ist? Ja, Blythe sagt, es ist der beliebteste, angesagteste Parkplatz für Essensmobile. Hm. Wer hat dir denn den Tipp gegeben, Blythe? Von, einer Tippperson. Einem Tipper praktisch. Eben, einem, der Tipps gibt. Ah, Käfer! Nur ein Staubknäuel. Siehst du, wie elend mein Leben ist, Pennyling? Ich renne weg von einem Dreckklumpen mit einem niedlichen Namen. Ah, so Neil, hast du schon mal was gehört von der Legende von El Cobra Cabra? El Cobra was? Man erzählt, dass alle 100 Jahre jemand von den Insekten auserwählt wird, mit dem sie ihre Fähigkeiten teilen. Die Fähigkeit, wie ein Käfer die Wand hochzuklettern, die Stärke einer Ameise und zu fliegen, tja, wie eine Fliege. Klingt das nicht wunderbar? Eigentlich klingt es gruselig. Sunil, denkst du gerade das Gleiche wie ich? Ich weiß nicht, denkst du gerade an Schnurrbärte? Nein, eigentlich nicht. Vielleicht haben die Käfer versucht, dir was zu sagen. Vielleicht bist du El Cobra Cabra. El Cobra Cabra? Das ist lächerlich, Pennyling. Ach ja? Meine Quelle sagt, der Parkplatz ist gleich hier in der Nähe. Da kommen den ganzen Tag Leute vorbei. Es ist gleich da. Ich sehe ihn. Alles ist frei. Hey, die haben uns unseren Platz weggeschnappt. Wer hat denn so ein langes Essensmobil? Oh, Entschuldigung, wir waren zuerst hier. Treten Sie vom Fahrzeug zurück. Na! Bitte treffen Sie Ihre Wahl. Zur Wahl steht nur Leberwurst-Sandwich. Hm. Genießen Sie Ihr extra süßes Getränk. Blöde, klebrige Limonade. Ach, dachte ich's mir doch, dass ihr das wieder seid. Hallo, Blythe. Oh, wenn du dein Geld zurück willst, Pech gehabt. Wir geben kein Geld zurück. Oh, könntet ihr euren Roboter bitten, ein kleines Stückchen nach vorn zu fahren? Wir haben keinen Platz. Irgendwie, nö. Wir waren irgendwie zuerst da. Tja, wer schläft, der gewinnt halt nicht. Das ist echt lächerlich. Eure Kunden mögen euer Essen nicht mal. Ihr verkauft ja nur Leberwurstbrote und Limo ohne Becher. Ganz egal. Daddy sagt, bei der Sache geht's nicht darum, was man verkauft. Es geht nur darum, die Konkurrenz auszuschalten. Wenn niemand anderes was verkaufen kann, also du und deine Freunde, dann müssen wir nur eine Sache verkaufen. Daddy sagt, Monopolisten sind super. Nein, halt! Sie sind gleich wieder da! Hey, ein gut gemeinter Rat? Oh, du bist so süß. Aber leider sind meine Ratschläge nicht so gut. Sie gehen immer nach hinten los und dann sind alle so furchtbar böse auf mich. Nicht für mich, junge Dame, für Sie. Wenn Sie den Parkplatz wollen, müssen Sie 9:30 hier sein. Exakt. Ach, wirklich? Wenn wir morgen vor 9:30 herkommen, sollten wir einen Parkplatz kriegen? Das funktioniert nicht. Kommen Sie vor 9:30 her, kriegen Sie einen Strafzettel. Mein Herrchen liebt Strafzettel. Ja, Strafzettel. Ah, Zettel, 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 Zettel. Aber wenn Sie nach 9:30 ankommen, kriegt jemand anders den Platz. Also müssen Sie... Genau, 9:30 da sein. Früher als 9:30 kriegt Tante Christie einen Strafzettel. Ein bisschen später und jemand anders kriegt den Parkplatz. Also müssen wir ganz genau 9:30 da sein, hm? Das wird schwer werden. Hm. Was wir machen könnten, ist ein bisschen früher hinfahren und auf der anderen Straßenseite warten. Dann genau um 9:30 in die Parklücke fahren. Ich sag Yang Mi Bescheid. Blythe, kannst du mir was nähen? Klar, Pennyling, was denn? Einen Helden.
Heldenanzug wie den. Einen Heldenanzug? Wofür willst du den denn? Erst für Sonil. Seit der Käfersache hat er kein Selbstvertrauen mehr. Also willst du ihn wie Super Sam anziehen, damit er wieder Selbstvertrauen kriegt? Ganz genau. Das klingt wie ein guter Plan. Ich helfe dir gern. Ja! Oh, und Blythe, kannst du für mich auch ein Kostüm nehmen? Sonil wird einen Gehilfen brauchen. Was ist denn das? Die Kiste ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Ich glaube, du hast sie vor mich geschoben. Hier, das Kostüm muss für dich sein. Für mich? Du bist als Sonil rumgelaufen, aber in Wirklichkeit bist du El Cobra Cabra. Und ich muss dein Gehilfe sein. Panda Bombastica. Das ist echt das Albernste, was ich je gehört habe. Oh nein! Seht nur das, Pepper! Hilfe! Hilfe! Ich weiß nicht, wie ich von diesem sehr hohen Feuerlöscher runterkommen soll. Vielleicht könnten wir eine Leiter suchen und... Seht nur! Sonil kann fliegen! Ja, ich kann fliegen! Pepper gerettet? Wie habe ich das gemacht? Wie? Na, du bist El Cobra Cabra! Ich bin wirklich kein normaler Mungo. Ich bin El Cobra Cabra! Der super duper Mungo ist immer bereit. Die Renomen fliehen, wenn er zu Hilfe eilt. Er zaubert Kerzen in den Kerzenleuchter. Er öffnet alle Türen mit Abracadabra. Achtung, es ist der Cobra Cabra. Und sein Gehilfe Panda. Panda Bombastica. Und Sonil, bist du jetzt voller Selbstbewusstsein? Hast Angst vor gar nichts? Ich bin neugeboren, Gehilfe, bereit für meine neue Verantwortung. Jetzt kommt mit, da draußen warten Tiere auf unsere Hilfe. Da draußen? Oh, warte. Wir müssen doch hierbleiben in unserem Bereich. Es ist eine Minute vor 9:30 und das Mobil der Biscuits ist nirgends zu sehen. Wenn wir den Stellplatz wollen, dann sollten wir jetzt hinfahren, Tante Christy. Oh nein, das sind die Biscuits. Tante Christy, tritt aufs Gas. Robot, du musst sofort einen anderen Weg zum Stellplatz finden. Berechne neue Route. Schalte rote Ampeln auf grün um. Da ist der Stellplatz. Wir werden zuerst da sein. Was soll denn? Diese Biscuits sind wirklich clever. Oh, der Polizist ist wirklich nett. Siehst du, wie er sich um Tiere kümmert? Hm. Ah, Zebrastreifen! Oh, so können wir Blythe helfen. Ein Tier in Not. Das ist eine Aufgabe für El Cobra Cabra. Gehen wir, Gehilfe Panda. Wir müssen ihm das Spielzeug runterholen. Das heißt Panda Bombastica. Keine Angst, junger Chinchilla. Ich nutze meine Superkräfte, um dir das Spielzeug zu holen. Das brauchst du doch gar nicht, oder? Denk an die möglichen Zahnschäden. Ich werde einfach die Wand hochlaufen und dir das Spielzeug holen. Halt! Wir Helden können nicht warten, Gehilfe Panda. Bitte schön. Und du musst dich nicht bedanken. Das gehört zu meinen Verpflichtungen. Wer jetzt? Der Super-Duper-Mungo ist immer bereit. Die Renomen fliehen, wenn er zu Hilfe eilt. Er zaubert Kerzen in den Kerzenleuchter. Er öffnet alle Türen mit Abracadabra. Achtung, es ist der Cobra-Cabra.
sein Gehilfe Panda. Panda Bombastica. Gehilfe Panda, auf ins Geheimversteck. Wir haben ein Geheimversteck. Oh, das ist kein Geheimversteck, das ist das Zimmer von Blythe. So, Neil, vielleicht sollten wir uns mal ausruhen. Sogar Superhelden machen manchmal Pause. Sieh nur, ein Tier in Bedrängnis, Gehilfe Panda. Das heißt Panda Bombastica. Oh, sieht nicht gut aus. Ich hoffe, jemand hilft Ihnen. Wir werden runterfliegen und Sie retten. Runterfliegen? Das ist die Pflicht von El Cobra Cabra. Oh, so Neil! Ich hab dich! Nur noch ein paar Zentimeter! Was machst du denn da, Pennyling? Naja, du kannst nicht einfach so aus dem Fenster springen, weil nämlich du kannst nicht fliegen. Was meinst du? Ich habe meine Kräfte verloren, weil ich sie zu viel benutzt hab? Naja, nicht wirklich. In Wahrheit... Hast du nie irgendwelche Superkräfte gehabt? Das verstehe ich nicht. Wir wollten, dass du glaubst, du hättest Superkräfte. Ich wollte nicht, dass du denkst, du wärst ein Feigling. Und ich dachte, wir könnten dir ein bisschen Selbstvertrauen geben. Und das Fliegen? Das Wandhochlaufen? Die Superstärke? Diese Kräfte hattest du nicht. Und trotzdem hast du die ganzen Heldentaten vollbracht. Und du hattest überhaupt keine Angst dabei. Ich habe überhaupt gar nichts vollbracht. El Cobra Cabra. Um die Biscuits zu schlagen, müsst ihr alle mithelfen. Ja! Ja. Oh. Ja. Mich braucht ihr nicht. Ich krieg nur Angst und renn weg und mach alles kaputt. Du musst mitkommen, Sunil. Du gehörst zu uns. Ja, du musst komm mit, Mann. Wir wollen dich dabei haben. Okay, hier ist der Parkplatz. Wenn wir uns nur auf die Ampeln und unsere Geschwindigkeit verlassen, werden die Biscuits mit ihrem Roboter und seinen Tricks gewinnen. Aber eine Sache kann Robot nicht kontrollieren. Die Fußgänger auf den Zebrastreifen. Warum halten wir? Wir werden zu spät sein. Wir können nicht fahren. Fußgänger. Ach, wird auch Zeit. Kommt mit. Wir müssen vor Ihnen an der nächsten Kreuzung sein. Zuckerstreusel, alles läuft nach Plan. Oh, Funkersprache. Ich höre dich, Kumpel. Roger, bei uns sieht alles gut aus und alles scheint nach Plan zu laufen. Seid ihr jetzt unterwegs zum Stellplatz? Oh ja, das ist ein klarer Volltreffer. Wir haben gerade etwas Interessantes gesichtet, also muss ich jetzt mal... Wo seid ihr? Auf der 48. Straße. Oh, in einer Minute müssen wir schon auf dem Stellplatz sein. Robert, dreh sofort um. Ha, wir müssen sie nur noch einmal aufhalten. Dann war's das mit ihren Leberwurstbroten. Mhm. Wir dachten, du könntest eine Erfrischung gebrauchen, Blythe. Kommt mit! Wir müssen zum nächsten Ort, Zebrastreifen! Wir stecken fest. Oh, wo kaufen die ihre Limo? Die klebt ja mehr als Leim. Das ist schrecklich. Wir schaffen es nicht zum Zebrastreifen. Jetzt könnten wir echt El Cobra Cabra gebrauchen. Er könnte herfliegen und uns helfen. Ja, tut mir leid, dass ich nicht El Cobra Cabra bin. Aber ich bin Sunil. Und Sunil hat auch gewisse Fähigkeiten. Erschreck mich, Pennyling. Oh nein, das kann ich nicht tun. Pennyling, wir haben nicht viel Zeit. Erschreck mich! Das ist echt so total unfair.
frisch. Das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Oh, so frisch. Ja. Ja, Sunil, so wie es aussieht, bist du doch ein Held. Du hast doch ein außergewöhnliches Talent, Sunil. Dein Schrei ist deine Superheldenkraft. Ja, das verdanke ich nur Pennyling. Wer hätte gedacht, dass sie mir so viel Angst machen kann? Oh, aber du warst so mutig, alles zu versuchen, Sunil. Was, wenn du nicht noch mal denselben Ton getroffen hättest? Tja, dann hätte ich wohl wie ein dummer Schrei in der Mungo ausgesehen. Für mich bist du ab jetzt Superheldenschrei, Sunil. Aber du bist immer noch mein Gehilfe, Panda. Panda Bombastica!